Diese Konferenz wird nun aufgezeichnet. So, da wollen wir doch mal loslegen. Ja, was ist heute eigentlich hauptsächlich das Thema? Ich habe ja beim letzten Mal so ein bisschen Import-Export, habe ich ja euch schon mal ein paar Sachen erklärt. Und wir bauen heute mal so ein bisschen darauf auf, dass wir einfach mal die Möglichkeit haben, das, was in der Firebird-Datenbank ist, einfach mal im Web darzustellen, umgekehrt aber auch das, was eben ihr im Web sozusagen darstellt, einfach mal eine simple Eingabe zu machen, die dann zurückläuft an euer System, um dann zum Beispiel im nächsten Schritt dann zu sagen, okay, das, was da jetzt eingegeben wurde, möchte ich jetzt hier erfassen. Und sei es auch nur so was Banales wie Username, Passwort, damit ihr einfach wisst, wer da jetzt überhaupt dran sitzt. Das hat nämlich völlig neue Aspekte, die ihr vielleicht so bisher noch gar nicht so auf dem Plan habt. Also wenn ihr so aus der Delphi-Welt kommt, dann habt ihr meistens irgendwie so eine Datenbankverbindung und auf der Datenbankverbindung könnt ihr dann im Prinzip ständig drauf herumrödeln. Sowas Ähnliches könnt ihr im Prinzip auch machen. Ich zeige euch aber einfach mal so ein paar verschiedene Technologien, um einfach so Webserver zu kommen. Und was ich also auch im Prinzip, sag ich mal, gerne Leuten immer zeige, ist die Art und Weise, wie ich das mache, nimmt vielen Leuten die Angst, meiner Meinung nach. Wenn ihr normal mit, ich sag mal so, wir sind ja nur alle hier, die Teilnehmer sind ja nicht mehr so Anfang 20, wenn ihr normalerweise so als Mitte 40 bis Mitte 50 bis Ende 50 oder was auch immer jähriger Programmierer mit Web zu tun habt, dann habt ihr oft mit irgendwelchen Leuten zu tun, die Anfang 20 sind oder noch nicht mal 20, aber im Prinzip die Weisheit mit Löffeln gefressen sind, haben, die mit als Webdesigner, das schreibe ich immer anders, das schreibe ich dann immer mit Ä und Doppel-P oder sowas in der Richtung, schon Erfahrung haben bis zum geht nicht mehr, die versprechen euch das Blaue vom Himmel und dann seid ihr dann bereit und willens und in der Lage, mit denen ein Projekt zu machen. Das Projekt ist aber dann irgendwie so eine Demo-Seite, die ganz toll ist und zwei Jahre später ist es immer noch eine Demo-Seite, die ganz toll ist und sonst nicht unbedingt was. Ich möchte euch auch nicht unbedingt dazu raten, dass ihr dann anfangt, euch in irgendwelche mörderischen Frameworks erstmal einzuarbeiten. Mir geht es eigentlich in erster Linie mal darum, euch mal zu zeigen, nach dem Motto, mit welchen Werkzeugen wir solche Projekte für Kunden machen, welche Grundwerkzeuge wir dann auch Kunden empfehlen, dann auch die Kunden damit schulen oder auch supporten und einfach dann eben, sag mal, als Backend immer noch die Grundsituation haben, dass wir sagen, du musst nicht von Firebird weg. Und ganz wichtig, wenn ihr einfach mal die meisten Beispiele, die ich machen möchte, mitmachen wollt, geht mal eben kurz auf eine Internetseite, und zwar ibexpert.com/Stammtisch. So, wenn ihr da nämlich hingeht, seht ihr da eine 29 MB große Datei von heute Mittag und das ist eine 7Z-Datei. Und wer Spaß dran hat, das einfach mitprobieren will oder eben einfach auch später dann das Video nochmal anguckt und das in Ruhe ausprobieren will, das, was sich hier in dieser 7Z-Datei befindet, ist genau das, was ich hier auf dieser Session, auf der ich das vorführe, im Laufwerk C im Unterverzeichnis IBE Web ausgepackt habe. Und ich empfehle euch auch, einfach um das auszuprobieren, um das anzuschauen, um da einfach mal einen Eindruck zu haben, schaut euch das einfach mal an. Solange diese Datei da noch liegt in dem jetzigen Format, das kann sein, dass wir die irgendwann mal erweitern durch zusätzlichen Kram. Das kann aber auch mal sein, dass wir die dann irgendwann wegnehmen. Also jeder, der den jetzigen Stand davon runterlädt, was man hat, das hat man, das kennt man ja. Hier ist eine Vorabversion von so einem Trainingsdokument. Das heißt, da werden wir dann auch noch Schritt für Schritt genauer erklären, was dahinter sich verbirgt. Aber das Entscheidende dabei ist eigentlich, ich will euch erstmal so ein bisschen die Angst nehmen. Erstens, wie kriege ich einen Apache zum Laufen? Zweitens, wenn ich den Apache zum Laufen habe, wie kriege ich den denn mit Firebird verbunden? Das heißt, also was muss ich da alles in PHP halt irgendwo einstellen, wo auch immer ich dann das brauche? Und wie kriege ich dann meine erste Minimal Webseite zusammengeklöppelt, um zum Beispiel, sag ich mal, aus meiner Firebird-Datenbank irgendwelche Datenbanken darzustellen.
Und da kann man jetzt sich auch dumm und dusselig suchen und man hat dann 27.000 verschiedene Varianten, mit denen das alles nicht funktioniert, gefunden. Das hilft euch dann alles nicht weiter. Was ich im Prinzip hier so zusammengestellt habe für uns, das ist im Prinzip, sage ich mal, wirklich ein relativ aktueller PHP, ein aktueller Apache, der eben unter Windows auch läuft. Und den könnt ihr im Prinzip auch in der Konfiguration, ich sage euch gleich mal die paar wichtigsten Parameter, die wir da in der Konfiguration brauchen, die könnt ihr in der Konfiguration theoretisch sogar, wenn ihr wollt, irgendwo auf einer Maschine im Web benutzen, wo ihr dann solche Lösungen auch einsetzen wollt. Ich weiß, dass viele von euch mit Sicherheit nicht so in der allerhöchsten Freundschaftsstufe mit Linux zum Beispiel stehen. Wenn man jetzt aber zum Beispiel, sag ich mal, gerade so als kleines Softwarehaus oder so, trotzdem mal der Meinung ist, okay, mein großer, bester Kunde, der will jetzt zum Beispiel irgendein Webinterface haben, wo er zum Beispiel auf irgendeinem Handy irgendwas abrufen will oder was auch immer, dann müsst ihr auch nicht zwangsweise damit auf Windows gehen, auf Linux gehen. Ich sage euch einfach mal so als kleinen Tipp, was wir zum Beispiel in der Vergangenheit relativ oft gemacht haben, um zum Beispiel einen Windows-Rechner im Netzwerk zu haben, mit dem wir dann im Prinzip, sage ich mal, auch einen Webserver zum Beispiel problemlos betreiben können. Und da müsst ihr jetzt auch nicht unbedingt einen Root-Server kaufen, sondern für kleine Leistungen ist das überhaupt kein Problem. Und wenn ihr hier nämlich zum Beispiel einfach mal auf den virtuellen Server von Host Europe geht und dort dann einfach mal so ein bisschen runterklickt und dann auf den Starter klickt, dann geht ihr hier auf Konfigurieren und so weiter und so weiter. Und da seht ihr hier zum Beispiel, das könnt ihr wirklich mit dem 2019er Server machen, dann kostet euch der ganze Ofen, kostet euch 15 Euro im Monat. Damit habt ihr natürlich nicht die Leistung, mit der ihr sonst was da veranstalten könnt. Aber ihr habt dann im Prinzip, sag ich mal, einen Webserver, auf dem ihr dann oder einen Server im Internet in einer öffentlich erreichbaren IP-Adresse, eine V4-IP-Adresse, mit der könnt ihr dann zum Beispiel euch entweder über Host Europe selber oder über irgendeinen beliebigen Provider könnt ihr euch dann eine Domain oder sowas dann natürlich auch hinterlegen, gerne auch mit Subdomains oder was auch immer später. Aber ihr habt dann hier schon mal zum Beispiel 2 GB RAM. Das klingt ein bisschen lächerlich, das ist aber schon absolut okay für eine Einstiegslösung. Ihr könnt das jederzeit später aufrüsten. Ihr habt eine 100 GB SSD. Und ihr habt 2 virtuelle Cores. Das reicht für die ersten Erfahrungen, reicht das 1000-mal aus. Das Schöne ist dabei, wenn ihr das Ding, wir verdienen da nichts dran, aber wenn ihr das Ding zum Beispiel bucht, dann könnt ihr im Prinzip, sag ich mal, das Ding auch monatlich wieder kündigen und die Dinger haben, wenn wir das zum Beispiel wirklich mal real ausprobiert haben, wir haben also mehrfach für Kunden auch solche Dinger da beauftragt. Die Dinger schaffen bei uns in dem IB Expert Benchmark um die 40 bis 50%. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Das heißt, für die Firebird-Leistung sind die eigentlich schon gar nicht so schlecht. Und wenn ihr jetzt nicht mit 100.000 Usern gleichzeitig ein eBay nachprogrammieren wollt, dann seid ihr mit so einer Maschine eigentlich bei dieser Konstellation schon relativ gut. Wir helfen auch im Rahmen der Hotline gerne, dann im Prinzip sowas mit euch gemeinsam aufzubauen. Das ist überhaupt keine Frage. Ich will euch nur so ein bisschen die Angst nehmen, dass ihr jetzt, wenn ihr zum Beispiel die erste simple Anwendung habt, dass ihr dann da im Prinzip auf einmal irgendwelche Mörderinvestitionen braucht und Mördergedöns braucht und so weiter und so weiter. Ihr könnt auf den Kisten dann ganz normal mit dem Remote Desktop arbeiten. Das heißt, ihr könnt auf der Kiste ganz normal mit einem IB Expert dann auch arbeiten, wenn ihr den lizenziert habt auf der Kiste oder mit der Personal auch kostenlos. Ihr könnt dort mit irgendwelchen Batch-Dateien arbeiten. Also ein ganz normales Windows ist das im Prinzip. Das ist alles keine große Zauberei und das wird im Prinzip halt offiziell lizenziert und das für 15 Euro brutto wohlgemerkt im Monat. Da kann man, glaube ich, ganz gut mit leben. Das ist wirklich ein ganz gutes Angebot von denen. Und ja, wie schon gesagt, das kann dann eben zum Beispiel www.meineadresse.de sein und darauf könnt ihr dann zum Beispiel genau dieses gleiche 7Z-File wieder laden. Ihr könnt das dort auseinanderpacken und dann habt ihr im Prinzip hier so ein paar Basistechnologien drin. Also zum Beispiel habt ihr hier einen komplett vorkonfigurierten Firebird, ein Apache habt ihr da drin. Den Firebird installieren, das wird wahrscheinlich bei den meisten Leuten nicht so sehr das Problem sein, weil das wirklich ja die Firebird-Conf-Datei ist. Sonst guckt ihr nochmal die Videos von letzte oder vorletzte Woche an, dann werdet ihr da auch weiterkommen.
Bei Apache ist das schon so ein bisschen, sag ich mal, noch einer obendrauf, aber auch das ist keine wirkliche Raketenwissenschaft. Auch da wird man nicht gerade mit Wissen erschlagen, um das zum Laufen zu kriegen. Die zentrale Datei, die ihr eigentlich wissen müsst bei Apache, ist die HTTP-Conf. Und da braucht ihr auch gar nicht alles wissen, sondern ihr braucht eigentlich nur so ein paar Basics wissen. Beispiel. Wo ist das Server-Root-Verzeichnis? Das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt. Also wo befindet sich jetzt in diesem Falle zum Beispiel hier unser Apache überhaupt? Das ist eines der Sachen, die ihr auf jeden Fall im Prinzip festlegen solltet. Dann könnt ihr hier natürlich noch festlegen, in dem Moment, wir arbeiten im Moment mit einer Version, die halt nur Localhost macht. Die ist aber auf dem Port 8080 zum Beispiel. Wenn ihr natürlich so einen öffentlichen Port haben wollt, dann könnt ihr natürlich den Port 80 nehmen. Das ist dann sozusagen der ganz normale Port. Da müsst ihr dann die Firewall drauf freischalten. Wenn ihr mit SSL arbeiten wollt, was ja heute eigentlich erforderlich oder auch Standard schon sein sollte, dann müsst ihr hier noch ein paar zusätzliche Konfigurationen machen. Aber das ist alles nicht wirklich notwendig, um einfach mal sowas auszuprobieren. Und wenn ihr jetzt irgendwie eine völlig banale Applikation habt, weiß ich was, ihr zeigt irgendwie eurem Karnickelzüchterverein, sage ich mal, die Rangliste der letzten Rammler-Wettbewerbe oder sonst was von Zeugs, ob ihr dann unbedingt auf HTTPS braucht, lasse ich mal so im Raum stehen. Es geht eigentlich eher darum, nach dem Motto, ob ihr dann zum Beispiel, sage ich mal, dieses als Applikation braucht. Oder ob ihr da wirklich auch Security-Dienstleistungen und sowas gegenüber beim Endkunden anbieten wollt, dann wäre das natürlich mit HTTPS schon sehr angebracht. Dann gibt es hier so verschiedene Sachen, die hier im Prinzip als Log-Module und sowas hinterlegt sind. Und das Ganze ist ja, wie ich schon gesagt, das Ganze ist alles so weit vorbereitet, dass ihr da im Prinzip die meisten Sachen auch überhaupt nicht ändern müsst. Und wir machen gleich mal im Prinzip dann noch ein paar Basiseinstellungen. Hier sehen wir zum Beispiel Server Name Localhost, nochmal 8080 und so weiter. Dann haben wir hier ganz wichtig Document Root. Document Root ist beim Apache Server nichts anderes als das sogenannte HTDocs-Verzeichnis. Also wenn ihr euch mal mit Webserver rumgeärgert habt, ist da eben das, wo die Hauptseite von eurem Server drin liegt und das ist hier einfach gemappt in dem Server-Root, in dem htdocs-Unterverzeichnis oder mit anderen Worten hier, da ist es. So, und da befinden sich jetzt unsere Beispiele auch drin, die wir gleich mal so nach und nach durchklappern werden, um das einfach auch komplett zu verstehen. Dann gibt es noch diversen anderen Gedöns, was wir da noch drin brauchen, wo die Logdateien sind und so weiter und so weiter. Was ich euch mal eben zeigen will, ist einfach die Geschichte mit Moment, mit der nicht Firewall ist hier nicht drin, sondern mit PHP. So, das hier ist jetzt zum Beispiel der Teil, mit dem wir, hier ist es eben auch hardcodiert drin, deswegen einfach die Empfehlung, dass ihr hier in IBE Web die ganzen Unterverzeichnisse genauso eins zu eins anlegt. Wir arbeiten hier in einer Version über PHP und in einer zweiten Version zeige ich dann euch nachher noch über CGI. Das ist also CGI ist im Prinzip die so eine Art Network Interface, um das Ganze zum Beispiel auch anders zu programmieren. So, damit wird also dieses im Prinzip hier dazugeladen, das PHP 7 Apache aus dem PHP-Unterverzeichnis und das wird als DLL geladen und alle Dokumente, die im Prinzip irgendwie mit HTTP.php enden, die werden automatisch diesem Client dann zugewiesen. Das ist also auch im Prinzip nichts Großes an Zauberei. Wir gucken jetzt nochmal dann in die PHP-INI. Auch nur die absoluten Basics, die wir da brauchen. Das heißt, wir gehen in das PHP-Unterverzeichnis und hier in die PHP-INI. Und hier drin findet ihr jetzt zum Beispiel dann auch die eigentliche Schnittstelle zu Firebird. Das hier ist jetzt im Prinzip hier an genau der Stelle PHP-PDO Firebird. Das heißt also, da ist im Prinzip sozusagen der PHP, die PHP Scripting Engine wird erweitert um Fähigkeiten, dass sie zum Beispiel Firebird kann. Und das ist im Prinzip auch nicht jetzt irgendwie exotisch oder sowas. Dieses PHP PDO ist im Prinzip so ein Data Object Erweiterung im PHP Projekt.
Das heißt, das gibt es auch für verschiedene andere Plattformen, aber wir haben halt bei hier drin nur PHP PDO Firebird hinterlegt. Und dann ist noch ganz wichtig, dass ihr dann natürlich entweder irgendwo im Suchpfad oder eben hier drin auch eine passende FB-Client-DLL habt. Das ist immer ganz wichtig, dass ihr das nicht vergesst. Weil ohne diese FB-Client-DLL würde das natürlich am Ende gegebenenfalls ein Problem ergeben, wenn ihr das von dort aufruft. Das heißt also, das ist eine DLL, die eine weitere DLL benutzt und so weiter und so weiter. Und was auch ein ganz klassischer Fehler ist, warum das Ganze nicht läuft, ist im Prinzip, dass wenn ihr im Apache-Bin-Verzeichnis seid, dass dann hier zum Beispiel, sag ich mal, in irgendeiner Art und Weise irgendwelche DLLs fehlen. Also so Klassiker sind zum Beispiel, dass ihr dann zum Beispiel die MSV-CRT und so weiter DLL braucht, die zum Beispiel der FB-Client-DLL braucht. Falls ihr nicht weiter wisst, packt diese DLLs, die von dem Firebird-Client mit installiert werden, nicht oder packt die einfach normalerweise in den Suchpfad, da sind die eigentlich immer zu finden, aber packt die in der passenden Version zur FB-Client-DLL einfach mit in diesen Pfad rein, weil hier ist im Endeffekt der Apache und der Apache selber wird normalerweise als myhttpd.exe installiert, sondern wir installieren den hier einfach unter einem leicht veränderten Namen. Das soll ganz einfach vermeiden, wenn ihr den einfach startet, dann starten wir den nämlich über eine Batch-Datei, die ihr gleich sehen werdet. Und wir sorgen einfach beim Start dafür, dass ein Prozess mit diesem Namen auch auf jeden Fall wieder weggehängt wird. Also das heißt, wir beenden diesen Prozess auf jeden Fall auch vorher, sodass wir also sowohl den Apache-Server, der ja auf Port 8080 ist, als auch den von uns mitgelieferten Firebird, den sehen wir nämlich hier, auch einfach wieder weghauen können. Und dafür haben wir dem Firebird-Server nämlich auch nochmal einen anderen Namen gegeben. Das heißt myfirebird.exe. Weil wenn wir nämlich jetzt im Prinzip einfach mal den Zugriff darauf machen wollen und einfach mal schauen, was haben wir denn hier so im Angebot. Und wir schauen uns mal hier die erste erste Batch-Datei an. Dann machen wir hier im Prinzip was relativ Simples. Hier wird mit so einer Skriptanweisung wird im Prinzip geguckt nach dem Motto, gibt es da diesen Prozess und so weiter und so weiter. Und dann gibt es hier eine andere Variante, wo wir dann im Prinzip zum Beispiel, also da wird sozusagen MyFirebird gestartet bzw. beendet. Dann wird im Prinzip in das Apache-Bin-Verzeichnis gegangen. Dann starten wir das eigentliche Apache-Modul. Dann sagen wir mal mit dem Timer auf 2, dass wir noch kurz warten. Dann kopieren wir ein paar Sachen von A nach B, einfach um das sicherzustellen, dass wir das nicht vergessen haben. Und dann starten wir im Prinzip genau diesen Pfad. Und dieser Pfad Demo 1 vom Apache kommt jetzt immer aus diesem Server-Root-Verzeichnis. Das ist also im Prinzip das, was hier unter Apache 24 unter htdocs und dort sich befindet. Das ist immer ganz wichtig im Hinterkopf zu haben. Wir werden nämlich gleich nochmal irgendwo hier so ein paar Demos hier durchprobieren. Und wenn wir eine Demo zum Beispiel mit TMS WebCore und Lazarus zum Beispiel machen, dann wird hier zwar hineinkompiliert und dann liegt hier auch im Unterverzeichnis liegt auch die entsprechende Datei. Wenn wir aber das Ganze nicht über diesen sogenannten Webrunner machen, sondern über eine Apache wieder machen, dann finden wir halt die entsprechende Datei hier nicht rechtzeitig. Und das werden wir gleich hier einfach mal so im Hinterkopf behalten. So, wenn wir nämlich einfach mal Folgendes machen. Wir gehen einfach mal in unser Hauptverzeichnis rein, bweb, und starten einfach mal Demo 1. Das ist also im Prinzip alles, was ihr machen müsst. Und ihr seht jetzt im Prinzip auch schon mal eine Minimalanwendung. Das heißt, er ist jetzt automatisch über diese Batch-Datei mit dem assoziierten Browser, ob ihr jetzt Apache, Brave oder also den nicht Apache, sondern Brave oder Google Chrome oder wen auch immer nehmt, Firefox, ist völlig egal. Ich habe auf dieser Maschine hier halt diesen Brave-Browser, mit dem kann man ganz gut arbeiten. Und wir machen jetzt mal so eine Mini-Anwendung, auf der so gut wie nichts drauf ist, auf der im Prinzip nichts anderes drauf sein soll, als einfach hier zu sagen, hol mir doch mal die aktuelle Uhrzeit, aber die bitte schön vom Firebird-Server. Wenn ich das denn gemacht habe, dann wird beim erstmaligen Laden normalerweise dann ein wenig Zeit gebraucht, warum auch immer er im Moment so viel Zeit braucht, das weiß ich noch nicht.
War eigentlich alles heute schon durchgetestet. So. Irgendwie hat er für mich gerade keine Lust. So, wir schauen noch mal, ob die beiden Prozesse laufen. Der Firebird läuft, den Firebird selber wollte ich eigentlich gar nicht haben, das ist aber nicht das Problem. My Firebird und My HTTP-Exe beende ich nochmal. Ich hoffe nicht, dass ich noch irgendwas unclevererweise kurz vor der Demo hier lahmgelegt habe. Und ihr seht, es funktioniert. Also irgendwas war da gerade im Konflikt oder sowas in der Richtung. So, das ist also im Prinzip eine Mini-Anwendung. Der macht jetzt wirklich einfach nur mal eine Select-Anweisung auf dem Current Timestamp. Und der nutzt eben, sage ich mal, hier, wenn ich das hier nicht angeklickt habe, nutzt er eben halt PHP als Engine. Wenn ich das hier anklicke, dann nutzt er CGI als Engine. Und rein technisch ist es für euch erstmal ziemlich egal. Es hat nachher unter hoher Last hat das ein bisschen Auswirkungen. PHP ist unter hoher Last meistens ein wenig schneller als CGI. Das hängt damit zusammen, dass ihr sonst CGI auf eine ganz bestimmte Art und Weise programmieren müsstet. Aber das ist auch nicht wirklich eine Mördertechnologie. Ich zeige euch einfach mal, was sich im Endeffekt da so hinter verbirgt, was wir da gemacht haben. Also, wir haben natürlich einen Firebird-Server installiert, das ist klar. Da in dem Firebird-Server haben wir hier dementsprechend, sage ich mal, die üblichen Databases wie unsere Database DB1 und FTP und sowas drin. Den Firebird-Server haben wir auf dem Remote-Service-Port hier zum Beispiel 3051 standardmäßig installiert. Deswegen ist der wahrscheinlich auch gerade damit durcheinander gekommen, dass der mit der falschen Instanz gearbeitet hat. Das ist aber nicht so wild. Es ist also eine ganz normale Firebird-Installation. In dem Falle Firebird 3, es kann aber auch Firebird 2.5 sein, das ist technisch erstmal völlig egal. Ihr solltet nur dann darauf achten, dass wenn ihr darauf zugreift, dass ihr dann eben dementsprechend die PHP, FB-Client-DLL, die aus PHP erreichbar ist, sollte immer möglichst aktuell sein und nicht irgendwie völlig veraltet. Sonst würdet ihr im Prinzip da auf einen zu alten ja, Kandidaten stoßen. So, das, was ich jetzt hier ja drin habe in meinem Demo 1, das gucken wir uns gleich als konkretes Projekt an. Das Erste, was wir uns angucken wollen, ist die mit Abstand einfachste Art und Weise, überhaupt an eine Datenbank ranzukommen. Und das machen wir uns ganz einfach mal wie folgt. Wir haben dort eine Demo-Anwendung hier in htdocs, die ist in dem Unterverzeichnis Barcode. Das ist eine uralte Demo-Anwendung, die haben wir vor, keine Ahnung, 10 Jahren oder sowas mal verbrochen. Und da haben wir ganz lange Jahre, haben wir unser Download-Center und sowas, das als Basistechnologie benutzt. Und ihr müsst jetzt mal ganz ruhig sein sozusagen, ihr seid ja eh ruhig oder sowas in der Richtung. Aber ihr könnt jetzt euch erstmal im Prinzip davon lösen, dass der Teil hier, den ich euch jetzt hier markiert habe, der ist eigentlich völlig unwichtig. Der macht nämlich nur ein paar zusätzliche jQuery Mobile. Das heißt, da sind so ein paar Sachen drin, die jetzt dafür sorgen, dass das optisch ein bisschen anders dargestellt wird. Das ist aber für euch in dem Sinne gar nicht weiter wirklich wichtig zu wissen. Dann gibt es hier so ein paar Header-Informationen. Die übernimmt man einfach von irgendwo nach dem Motto, was für ein Title, also was steht dann nachher oben in dem Browser drin und so weiter. Und dann gibt es hier einen Skriptteil und der Skriptteil ist eigentlich ziemlich simpel. Es gibt eine globale Funktion in JavaScript. Das heißt, immer dann, wenn irgendeiner einen Submit-Button irgendwo klickt, dann würden diese Daten-Action an data.php weitergegeben. Also das ist genau diese Datei, auf der ich mich selber gerade schon befinde. Und Return True, alles Tuffi. So, was macht data.php? Data.php läuft hier unten in den eigentlichen PHP-Teil rein. So, und das sind jetzt über den Daumen gepeilt. Ja, 20 Zeilen Quelltext oder sowas in der Richtung. Ihr müsst jetzt ganz stark sein. Also derjenige, der jetzt meint, nach dem Motto, dass man mit PHP also unendlich viel Neues lernen muss, ja, kann man, muss man aber nicht. Try Catch kennen die meisten, ist sowas ähnliches wie Try Except, ist fast dasselbe in Grün.
Begin, End sind halt in PHP, in C++ und anderen Sprachen geschweifte Klammern auf und zu. Und dann machen wir hier, wir holen uns ein Database-Handle, den wir generieren über new.pdo und so weiter und so weiter. Ganz wichtig, wenn ihr Applikationen macht, die zum Beispiel mit PHP auf Datenbanken zugreifen und ihr legt eine PHP-Datei ab, dann wird normalerweise diese PHP-Datei niemals vom Inhalt her an den Client übertragen. Das ist mit JavaScript was völlig anderes. Also wenn ihr in JavaScript zum Beispiel irgendwo im Quelltext Username und Passwort eingetragen habt, dann ist das bei den meisten JavaScript-Applikationen im Client verfügbar. Das ist nicht sonderlich intelligent. Bei PHP läuft das anders. Bei PHP wird im Prinzip diese Data.php wird an die PHP-Engine übertragen. Diese weiß, okay, das, was ich machen soll, steht hier drin. Und hier steht irgendwo unten der Befehl Echo. Und das ist das, was dann zurückgegeben wird. Das heißt, dieser Inhalt von dieser Datei wird niemals von dem Server an den Client übertragen. Ihr solltet aber dann immer berücksichtigen, dass ihr nicht den Fehler macht, das ist übrigens eine Lücke, die nicht ganz so selten ist, dass einfach irgendjemand jetzt hier zum Beispiel gucken würde, was gibt es denn hier für Dateien drin. Und wenn es nämlich zum Beispiel eine Datei gibt, data.php, dann kann das durchaus mal vorkommen, dass irgendein cleveres Kerlchen sagt, ach, da hat er ja vielleicht auch eine Bug-Datei hinterlegt. Und wenn ihr dann auf data.php.bak geht, dann ist das keine .php-Datei und deswegen hat die PHP-Engine dann nichts mehr zu tun. Und wer also so trottelige Sicherheitslücken in sein System einbaut, gut, sollte man dann vielleicht nochmal überlegen, ob man dann unbedingt Web-Applikationen machen sollte. Also legt man möglichst wenig Gedöns in diese Verzeichnisse. Wenn ihr nicht hundertprozentig genau wisst, was dahin gehört, nimmt es dann einfach da raus. Also es gibt unheimlich viele Engines, die euch dann auch erst die Lücken dann da aufreißen, dass ihr da also auf jeden Fall in Probleme kommt. Aber zurück zu dem eigentlichen Vorgang. Wir holen uns einen Database-Handle. Der ist ganz einfach der Connection-String zu unserer lokalen Datenbank. Wir gucken gleich in diese lokale Datenbank einfach gleich mal rein. Dann starten wir eine Transaktion. Und das, was hier ist, das ist jetzt so ein bisschen für Delphi-Programmierer verwirrend, das ist nicht weiter wirklich schlimm, sondern das ist bis hierhin nichts anderes als eine String-Verkettung. Wir könnten das auch als Konstante in einen String reinkloppen, aber das ist einfach so die Art und Weise, wie wir das machen. Das heißt, es wird jetzt einfach ein String zusammengesetzt mit select.txt from ibe-web, Klammer auf, erster Parameter, zweiter Parameter, dritter Parameter und so weiter. Und der String wird jetzt einfach mit dieser Anweisung an diese PHP-Engine übergeben. Das heißt also an diesen Database-Handle mit der von Function Query holen wir uns jetzt rawweise die Daten zurück. Das heißt, egal was jetzt im Prinzip, sage ich mal, hier im Prinzip diese Prozedur zurückliefert, wird jetzt automatisch mit diesem Print Raw auf dem Bildschirm ausgegeben. Und das werden wir uns gleich mal genauer angucken, was das ganz grob bedeutet. Dann am Ende, wenn das durchgelaufen ist, machen wir einen Commit. Wenn irgendwas schief gelaufen ist, dann sagen wir eben halt, okay, ist was schief gelaufen, dann machen wir da ein Echo zu. Echo würde dann diese Message dann dazu raussenden. Wenn nichts schief gelaufen ist, alles wunderbar. Ja, das ist eigentlich so, dass das ist der komplette Zugriff einer minimal extrem einfach Applikation, wie sie denn zum Beispiel zu benutzen wäre. Wir gucken uns jetzt gleich mal an, was sich in der Datenbank selber verbindet, weil ihr habt ja hier in diesem String, habt ihr ja gesehen, das läuft immer über eine Prozedur, die habe ich da genannt, ibe-web. Und über diese Prozedur zu gehen, basiert ganz einfach auf folgendem Gedanken. Wir gehen in die Datenbank rein, wir gehen hier in diese Datenbank Barcode3.fdb rein und wir haben hier verschiedene Prozeduren drin, die sind alle nicht unbedingt wichtig oder unwichtig, aber die sollen euch alle einfach nur so einen ganz groben Eindruck davon machen, nach dem Motto, was sich dahinter verbirgt. Wir haben basierend auf der Technologie, das habt ihr vielleicht hier gerade zufällig in der Description gesehen, hatten wir mal für einen größeren Kunden, hatten wir das mal als Stundenzettelerfassung gemacht. Das ist ein ganz großes Projekt geworden später. Das ist eine relativ frühe Demo-Version, mit der wir das mal gezeigt haben. Und die haben das wirklich jahrelang eingesetzt, das weiß ich, mit mehreren tausend Usern.
Ja, was machen wir in dieser Prozedur? Wir gucken uns einfach mal die Prozedur komplett mit Header und allem drum und dran an. Also, es ist erstmal eine Prozedur, die hat Eingabeparameter, Command, Dat und IP. Das habe ich einfach mal so festgelegt, weil ich einfach wissen will, zum Beispiel, wenn jetzt irgendjemand sich mit dieser Web-Applikation verbindet, ihr habt nicht den Vorteil bei Web-Applikationen, wie ihr den zum Beispiel in Fat-Client-Anwendungen habt. Ihr könnt nicht einfach sagen, ja, ich beende einfach mal mein Programm und damit ist die Datenbankverbindung auch beendet. Ihr habt bei jedem Aufruf einer PHP-Datei, habt ihr automatisch einen Datenbankverbindungsabbruch drin. Das heißt, ihr müsst in irgendeiner Art und Weise, müsst ihr dann zum Beispiel den Anwender identifizieren, dass ihr genau wisst, wer da jetzt gerade zum Beispiel was eingegeben hat oder wer da jetzt gerade versucht, was einzugeben. Dann müsst ihr zum Beispiel in so einem Datenbankmodul oder in eurem Frontend, müsst ihr den wieder identifizieren und so weiter. Und das, was ich jetzt hier euch als erstes in dieser ersten, in dem ersten Teil der Session zeige, ist im Prinzip was ganz Banales. Der sagt sich jetzt ganz einfach, if command gleich booking, dann mach das hier. Hol also das Ergebnis aus einer zweiten Prozedur raus. If Command gleich Cancel, dann hol das Ergebnis aus einer anderen Prozedur raus. Und wenn das nichts von den beiden ist, dann hol mir mal Web Default. Was zum Teufel ist Web Default? Also er gibt immer die drei Parameter an diese Unterprozeduren drin. Ich habe das versucht, so für Demo-Zwecke wirklich so einfach zu halten, dass man jetzt nicht wirklich vom Quellcode erschlagen wird, sondern dass man hier wirklich absolute Basistechnologie schon drin hat. So, das ist unser Web-Default. Das heißt, wir haben jetzt hier wieder eine Prozedur, gleicher Aufbau, cmd, dat, ip und return text. Ganz wichtig, immer mit diesem Suspend, jedes Mal, wenn Suspend aufgerufen wird, kriegt ihr im Prinzip auch die Ergebnismenge zurück. Das heißt, egal was auch immer dann in diesem Textparameter drinsteht, das wird dann über PHP, über die data.php, über das Result, was ihr hier in for each seht, mit print raw auf dem Browser ausgegeben. Das heißt, ihr könnt im Prinzip auch auf Dinge zugreifen, die ihr vielleicht so gar nicht so richtig auf dem Plan habt. Beispiel. Wir haben hier jetzt zum Beispiel einfach mal eine Grundroutine drin, body.onload gleich document form set focus. Das heißt, der sagt sich jetzt ganz einfach mal, mit so einer Minimalanwendung hier, also mit so einem Minimalteil einer Mini-Anwendung, Anweisung, sagt er jetzt einfach zum Beispiel mal einfach, dass er hier zum Beispiel sagen soll, dass er den hier fokussieren soll, also das TXT-Feld. Und er soll jetzt hier zum Beispiel noch Folgendes machen. Er soll ein Formular definieren. Ein Formular, was aus folgenden Elementen besteht. Erstmal aus einem Formularnamen, dann hat es die Funktion, die Zuweisung dieses Submit-Form. Ihr erinnert euch, Submit-Form war der Teil, der da oben existiert, nämlich diese Function hier. Das heißt nämlich in dem Sinne jetzt ganz einfach Folgendes. In dem Moment, wo dieser Teil hier ausgegeben wird an den entsprechenden Webbrowser, malt er euch ein Formular dahin und sagt, in so einem Submit-Form drin ist, dann rufe ich data.php auf, übergebe per Daten die Daten an den Webserver und dann kann der damit machen, was er will. So, dann hat er hier einfach so ein Default dann stehen, dann hat er hier intern sowas, das nennt sich FB-ID, das habe ich nachher in anderen Beispielen für die Identifikation von meinem User noch drin als Möglichkeiten. Da kann ich hier als Text zum Beispiel irgendwas eingeben. Und Input-Type-Text, das ist wie edt gleich tedit.create oder sowas in der Richtung. Also damit könnt ihr im Prinzip ein Textfeld anlegen. Maximale Länge 10. Die Basistechnik, die ihr dafür braucht, findet ihr eigentlich relativ schnell in irgendwelchen HTML-Standardforen. Und dann habt ihr hier ein Input-Type-Submit. Ganz wichtig, Name CMD. Name CMD ist nachher genau der Kandidat, der euch hier zum Beispiel reingeschoben wird. Das heißt, wenn ich auf den hier jetzt zum Beispiel draufklicke, dann sagt er Name CMD, aha, Name CMD, Value Booking. Und dann steht in CMD, steht im Prinzip Booking drin. Und die restlichen Daten, die kommen, das werden wir gleich sehen, wie das funktioniert. Es gibt noch einen zweiten Value CMD, Input Type CMD, der heißt dann einfach Cancel.
Für alle die Leute unter euch, die sowieso seit, sag ich mal, seit 100 Jahren jetzt irgendwie schon HTML-Erfahrung und allen möglichen Kram haben und sowas in die Richtung, von denen, die wissen nach dem Motto, alles wunderbar. Ich bin nicht der Mensch, der versucht, hier die reine Lehre rüberzubringen. Mir ist es viel wichtiger, dass jemand, der jetzt zum Beispiel diese 2 Stunden Videos anguckt, im Prinzip am Ende sagen kann, oh Scheiße, das läuft ja sogar auf meiner eigenen Maschine. Ich kann eine Mini-Anwendung wirklich selber erstellen und die ist ausreichend gut und ausreichend sicher. Es geht mir nicht darum, Leuten die reine Lehre zu übertragen. Das ist nicht meine Mentalität und das werde ich auch niemals machen in meinem Leben, weil dafür bin ich gerne zu lösungsorientiert. Also ich will einfach irgendwas haben, was funktioniert. Wichtig, wenn ihr so also Unterformulare habt, es geht immer mit Form und dann Slash-Form weiter, da ist dann das Ende von dem Form und da drin ist sozusagen immer definiert, okay, jetzt würde er zu diesem Form, diese Elemente, die da drin sind, würde er per Booking an die entsprechende URL übergeben oder am Ende per Cancel auch wieder in eine zweite Prozedur umwandeln. Dann sage ich zum Beispiel Suspend. Also das, was jetzt im Textfeld drin ist, wird schon an den Client gesendet und taucht dort schon auf. Lasst uns das einfach schon mal machen. Das heißt, ich gehe jetzt hier einfach zum Beispiel nochmal in den entsprechenden Kandidaten rein und kann jetzt zum Beispiel aus meiner Batch-Datei heraus, weil ich das ja euch so Schritt für Schritt erkläre, kann ich aus der Batch-Datei heraus zum Beispiel auch nur die Zeile klauen, mit der ich im Prinzip meinen HTML-Aufruf mache. Das heißt, das ist die URL, die ich hier aufrufe. Und wenn ich das in meinem entsprechenden Browser hier eingebe, dann erscheint nicht diese Seite, sondern dann erscheint zum Beispiel genau die Seite Barcode. Dort gibt es die Seite data.php. Das ist ja ein zweites Beispiel, was ich hier gemacht habe. Google Translate Extension. Nein, möchte ich nicht. So, das ist eigentlich das Ergebnis, was wir hier sehen. Data.php. Und ihr habt jetzt hier dadurch, dass ich hier so verschiedene Elemente aufgenommen habe, habt ihr jetzt hier zum Beispiel, sag ich mal, obwohl dieses Textfeld Input Type Text eigentlich nur 10 Zeichen breit sein soll und auch verschiedene Attribute hat, haben wir das Ganze über diese zusätzlichen Anweisungen, die da drin stecken, über das jQuery Mobile Framework drüber gejagt. Und jQuery Mobile Framework macht also diese in Anführungsstrichen minimale Handybedienung dann möglich. Das heißt, wir haben jetzt hier also nicht Button, die nebeneinander oder sonst wie sind, sondern die sind jetzt hier untereinander. Die haben immer automatisch dann gleich die ganze Seitenbreite. Wenn ihr also so eine Mini-Anwendung haben wollt oder sowas, um einfach mal irgendwas einzugeben, dann machen wir doch mal Folgendes. Wir gehen mal eben kurz in die Tabelle hinein, in unsere Operations-Tabelle. Und machen die Tabelle mal zum Beispiel komplett leer, bis auf den ersten Datensatz. Den lassen wir mal drin. So, das heißt, irgendeine Applikation hat jetzt zum Beispiel sichergestellt, dass das Datenmaterial das ist, was es sein soll. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einfach nochmal F5 mache, dann don't ask me again, dann sehe ich hier, Nummer 1 wurde einmal gebucht. So, damit kann ich also im Prinzip noch den Teil hier erklären, der hier unten gekommen ist. Bei also IBE Web Default, da passiert nämlich hier Folgendes. Hier hat er noch irgendwelche Gedöns gemacht mit irgendwie Textnummer, irgendwas. Das ist nicht weiter wichtig. Was aber wichtig ist, ist hier jetzt einfach, er holt aus dieser Tabelle, aus dieser Tab, holt er sich im Prinzip die entsprechenden Informationen raus. Und Tab ist jetzt zum Beispiel einfach hier eine Tabulator-Prozedur, mit der ich zum Beispiel hier so ein paar Basis-Tags einbau. Ich hole mir also sozusagen das aktuelle Datenmaterial hier. Und das ist genau einfach der Weg, wie ihr das zum Beispiel auch machen könnt. Natürlich könnt ihr das irgendwo auch am Frontend irgendwo zusammenklappeln. Aber ihr könnt auch jederzeit natürlich mit dem existierenden Know-how könnt ihr einfach so ein Table Tag öffnen und hier den Table Tag schließen. Und mit so einem For Select rumpelt ihr darüber einfach über die Tabelle, die nämlich jetzt hier die OP-Tabelle ist. Könnt ihr mit sowas wie Koaleske dann entsprechend die Leerwerte vermeiden und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann am Ende knallt ihr diesen ganzen Parameter zusammen. Das ist ein großer Blob-Parameter, da passt also genug rein. Und ganz am Ende sagt ihr, okay, diese Prozedur Tab liefert mir das Gesamtergebnis zurück. Zurück zu meiner aufrufenden Prozedur. Ich rufe hier diese Daten ab, schiebe die in meinen Textparameter rein und
hänge dann das Body, was ich hier eröffnet habe, dann noch dahinter und dann sage ich wieder Suspend. So, zurück zum Browser. Ich habe jetzt hier zum Beispiel wieder genau diese Ergebnismenge. Und wenn ich hier einmal mit rechte Maustaste drauf gehe, den Quelltext anschauen, dann sehen wir hier eine ganze Menge Gedöns von dem, was wir im Prinzip in der Data PHP ganz am Header hatten. Das steht da sowieso noch drin. So, aber was jetzt dann danach gekommen ist, das ist jetzt nicht der Teil, der PHP-Teil, sondern das ist das, was der PHP-Teil sozusagen zurückgegeben hat. Das heißt, wir haben jetzt hier auch keine Möglichkeiten drin, zum Beispiel hinter die Firebird-Quelle zu gucken und bei der Firebird-Quelle zu gucken nach dem Motto, okay, welche Username, Passwort, wo ist die eigentlich? Datenbank überhaupt? Das ist ja natürlich in so einer Web-Anwendung entscheidendes Merkmal. Ihr seht dann auch da dran nach dem Motto, wenn ich jetzt in dieser Funktion irgend sowas drin gehabt hätte, wie Username, Passwort, das ist JavaScript. JavaScript wird immer auf den Client übertragen, weil es dort auch ausgeführt wird. PHP wird immer auf dem Server gelassen, weil es dort auch ausgeführt wird. Und das Ergebnis von PHP wird übertragen. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. So, das ist also im Prinzip der Quellcode, der da gekommen ist. Was passiert jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel was ganz Banales mache? Ich möchte jetzt hier zum Beispiel den Wert 2 buchen. Das heißt, ich trage hier eine 2 ein. Und jetzt gibt es in diesem Input Type Text, gibt es den Value 2. Wenn ich jetzt auf Booking klicke, dann passiert Folgendes. Dann macht er nämlich im Prinzip hier die Webseite nochmal neu auf. Das heißt, er ruft jetzt sozusagen, und das ist einfach eine Abwandlung sozusagen von dem, was man wissen muss oder wo man auch überlegen muss, wie sowas funktioniert. Wenn man jetzt einen Fat Client hat, hat man eine aktive Verbindung zum Datenbankserver, wo man irgendwie ein Insert, Update, Delete machen kann. Wenn man jetzt im Prinzip aber eine Web-Applikation hat, habt ihr erstmal irgendwo statisch Datenmaterial auf eurem Bildschirm, auf eurem Handy oder wo auch immer. Und dann könnt ihr im Prinzip natürlich, es gibt Techniken, mit denen ihr live solche Ajax, nennt sich das, live solche Verbindungen dann an den Server habt. Aber der Normalweg ist eigentlich, dass ihr irgendwas auf eurem Frontend habt und dann irgendeine Bedienung auslöst. Und diese Bedienung kann dann zum Beispiel, sag ich mal, den Datenbankserver um irgendwas befragen oder ihm irgendwas schicken. Das, was also der erste Schritt ist, den wir hier gemacht haben, ist einfach Folgendes. Wir haben jetzt hier zum Beispiel in diese drei Parameter CMD, DAT und IP haben wir die Werte reingekommen. Und wir haben auf Booking geklickt. Das heißt, was ist passiert? Wir haben auf Booking geklickt, deswegen steht in CMD Booking. Das war ja der Button, auf den wir geklickt haben. Und jetzt kommen wir hier zum Beispiel in diese Prozedur, in diesen Bereich Booking rein. Und jetzt wird diese Prozedur IBE Web Booking aufgerufen. Die kriegt genau die gleichen drei inhaltlichen Parameter. Und wenn wir wollen, können wir hier zum Beispiel auch in diese Tabelle Log noch hineinschauen. Da steht nämlich drin, was wir gerade an Daten gekriegt haben. Und wenn wir uns das hier genau anschauen, ganz weit unten ist zum Beispiel der Booking-Eintrag drin. Und ihr seht jetzt hier, wie die Daten da hinkommen. Ich mache mal hier die Tabelle nochmal kurz leer. Empty Table. So. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal wieder auf die Webseite gehe und nochmal wieder die 2 buche, dann macht er jetzt hier, okay, Nummer 2, Sie haben die Nummer 2 zweimal gebucht und ich sage nochmal, die Nummer 2 buchen. Jetzt sehen wir hier, Nummer 1 wurde einmal gebucht, Nummer 2 wurde dreimal gebucht und wenn ich jetzt hier die Nummer 1 mache, Cancel, dann holen wir uns sozusagen von der Nummer 1 den Wert dann schon mal wieder weg und beim nächsten Aufruf erscheint die Nummer 1 damit 0 drin und die Nummer 2 mit 3. Das heißt also, alles, was wir hier an Informationen drin haben, sehen wir hier auch in unserer Tabelle. Nummer 1 ist 0 mal drin, Nummer 2 ist 3 mal drin. Nur, dass wir irgendwie auch sehen nach dem Motto, dass da wirklich was passiert. So, was passiert beim Booking? Beim Booking macht er im Prinzip eine relativ simple Auseinanderfrickelung der Werte. Das heißt, wir haben jetzt hier zum Beispiel wieder diese drei Parameter da drin. Wir wissen wieder, in CMD steht Booking drin, sonst wäre ich in dieser Prozedur gar nicht drin. Ich gebe hier schon mal ein neues Formular als Rückgabeparameter zurück. Das kann man natürlich modularisieren. Das ist aber nicht wirklich das Problem dabei. Ich mache jetzt hier zum Beispiel mit einem Select, rufe ich hier die erste Datenmenge ab. Ob die wichtig ist, die habe ich, glaube ich, mal in irgendeiner Schulung da reingemacht und danach habe ich die nie wieder rausgenommen.
Das ist aber nicht weiter das Problem. Er holt sich jetzt hier aus der OP-Tabelle heraus, wie oft er das Ganze denn überhaupt schon gehabt hat. So, der E-Text, den er jetzt hier erzeugt. Das heißt, das ist jetzt hier genau an der Stelle. So, Moment. Na, ITXT. So, das ist die Variable ITXT. Die habe ich hier im Prinzip gefüllt mit folgendem. Er holt sich also aus diesem String, den er bekommen hat, den ersten Teil, schmeißt er weg. Und dann hat er hier diesen Parameter noch mit CMD und so weiter dann weg. Das heißt, an der Stelle, wenn ich das hier mir anschaue, was in die Prozedur hineingekommen ist, das sind diese Werte hier zum Beispiel. Das heißt, ich kann mir einfach wirklich per Logging dann sagen, okay, der Teil, den will ich gar nicht haben. Und den Teil, wo hinter das CMD war, will ich auch nicht haben. Und dazwischen sind jetzt alle meine Werte, die ich wirklich haben wollte. Das ist das, was er jetzt eingegeben hatte. Ich kann nämlich ja auch hier zum Beispiel etwas eingeben. Das geht auch. Ich kann jetzt hier nämlich auch zum Beispiel ABC oder sowas eingeben. Das wird im Moment noch nicht geprüft. Aber jetzt hat er ABC eingegeben und jetzt hat er hier genau den Teil vorne ersetzt, den Teil hinten ersetzt. Und das, was da drin ist, ist jetzt noch der Teil, den er wirklich in der Datenbank finden sollte. Dann holt er sich hier den aktuellen Wert daraus, den er bisher da drin hatte. Dann sagt er einfach nach dem Motto, gab es den überhaupt schon? Wenn es den noch gar nicht gab, dann müssen wir den per Insert in der Datenbank neu anlegen. Wenn es den schon gab, dann machen wir ein Update um die Menge, die dort eingegeben wurde und erhöhen die um 1. Danach hole ich mir wieder den kompletten Inhalt der Tabelle zurück, schmeiß den Kram wieder über diese Tab-Prozedur zurück in diesen Blockparameter und sag Suspend und dann alles wunderbar, der entsprechende Datensatz ist abgespeichert. Das heißt also, ganz einfacher Vorgang, ich gebe hier irgendwas ein, drücke hier auf irgendeinen Input-Type-Submit-Button, der übergibt das Ganze als Parameter an diesen Datparameter über diese PRP-Datei an Firebird. In Firebird, in der Prozedur wird es auseinandergenommen. Es wird eingetragen und es liefert mir hier in geeigneter Art und Weise eine Minimalanwendung, um das wieder darzustellen. Minimalanwendung heißt ganz einfach auch Folgendes. Ich gehe mal hier auf die Data2.php. Die liegt da auch mit drin. Bei der Data2.php haben wir jetzt so ein Minimalinterface. Macht technisch genau das Gleiche, soll euch eigentlich aber nur andeuten nach dem Motto, wenn ihr hier im Prinzip in diesem Barcode-Bereich drin seid, in data.php gibt es hier diesen ganzen Gedöns mit jQuery Mobile und schlag mich tot. Und in data2.php gibt es hier nur so ein absolutes Basic JavaScript Formatting Geschichte. Die sind eigentlich im Moment noch nirgendwo benutzt worden, die könnte ich sogar auch noch weglassen. Wenn ich die so weglasse und dann wieder auf Speichern klicke, dann sollte im Prinzip data2.php weiterhin, auf Deutsch gesagt, genauso scheiße aussehen wie jetzt. Das ist natürlich nicht schön, das sagt ja aber auch keiner. Es gibt nachher eben, sag ich mal, verschiedene Frameworks, wo ihr wirklich einfach nur die Änderung machen müsst, indem ihr wirklich hier zusätzliche Includes macht. Und dann passiert im Prinzip Folgendes bei euch in dem System. In dem Moment, wo ihr dann zum Beispiel sowas habt wie Input Type Submit oder sowas in der Richtung, dann gibt es in diesem jeweiligen Framework, jQuery Mobile oder sowas, gibt es zusätzliche Informationen, die ihr dann teilweise noch über zusätzliche Attribute wie CSS, Style Sheets und sonst was alles steuern könnt, direkt automatisiert anders dargestellt. Das heißt, der ganze Kram wird eigentlich nur anders gemalt, hat aber technisch erstmal genau die gleiche Funktion. Es gibt dort bei den meisten Frameworks, wenn ihr dann zum Beispiel nach jQuery Mobile einfach mal googelt, jQuery Mobile oder sowas in der Richtung, das ist so ein typisches Framework, mit dem ihr im Prinzip solche Elemente dann auch nehmen könnt und ihr könnt dann auch Namen referenzieren, die sich nur in diesem Framework natürlich befinden. Das heißt, wenn wir hier in den Dokumentationsteil gehen und dann oder einfach nur mal auf die Demos gehen zum Beispiel, wenn ihr dann zum Beispiel irgendeinen speziellen Button haben wollt mit irgendwelchen besonderen Attributen, wie hier zum Beispiel rund oder eckig oder mit Schatten oder ohne Schatten und so weiter und so weiter,
Das relativ coole an dieser Art und Weise ist, ihr könnt das dann so benutzen, ihr müsst das aber natürlich nicht so benutzen. Also es ist nicht so, dass ihr jetzt zwangsweise dieses ganze Framework erstmal auswendig kennenlernen müsst, sondern ihr könnt theoretisch genau diese gleiche Funktionalität, wie sie hier ist, könnt ihr wirklich mit absolut rudimentären Mitteln zusammenstellen. Und wenn ihr jetzt irgendwie sowas habt, wie zum Beispiel ein, ich sag mal jetzt, so ein Stapler mit irgendeinem Mobile Device drauf, mit so einem Android-Gerät, wo irgendeiner einfach nur, weiß ich was, irgendwie mit einem Klick hinein auf irgendeinen möglichst großen Button irgendwas darstellen soll, dann ist natürlich die große Frage, muss das irgendwie so ein Schickimicki-Kram sein, wie aus dem jQuery Mobile Framework, oder ist einfach irgendein Button, der die Attribute hat, die ihr braucht, die das übersichtlich macht, der dann vielleicht eine andere Hintergrundfarbe hat, weil er was ganz Besonderes darstellen soll, ist das die Art und Weise, mit der ihr arbeiten wollt. Ihr könnt dann auch super in so einer Art Teamwork natürlich arbeiten, weil das Entscheidende dabei ist natürlich dann, dass Teamwork heißt ganz einfach, ihr habt dann zum Beispiel irgendjemand, der kümmert sich um diesen ganzen Schickimicki-Krams und der kann dann zum Beispiel sagen, okay, ich mache mal irgendwie in das data.php, mache ich zum Beispiel irgendeine Aufrufvariante rein, wo dann zum Beispiel hier nicht Booking steht, sondern irgendwas anderes mit Multi-Translation oder sonst was in der Richtung. Und ihr sagt euch ganz einfach, okay, die Teile, die ich zum Beispiel jetzt selber definiert habe, wie zum Beispiel, dass da Booking steht oder sowas in der Richtung, die könnt ihr natürlich hier ganz einfach suchen mit Search Metadata, wie hier Booking. Und dann sucht ihr nach Booking und dann findet ihr vier Prozeduren, wo zum Beispiel Booking drinsteht. Bei der Prozedur ist nur die Auswahl dazu. Hier habt ihr zum Beispiel Booking drin und wenn wir hier sagen Input Type Submit, da steht ja Booking, schreiben wir zum Beispiel einfach mal Buchen rein oder sowas in Richtung Storno. So, und den Teil, den können wir uns im Prinzip in die entsprechenden anderen Aufrufe mit übernehmen oder wir machen uns dafür wirklich vielleicht eigene Tabelleninhalte oder sowas in Richtung, wo wir das jeweils im Original rausholen, ohne dass jedes Mal im Quelltext, in meinem Komplett-Quelltext hier zu haben. Hier machen wir zum Beispiel auch Buchen und Storno. Zack. Und hier auch nochmal Buchen und Storno. Ich versuche wirklich, die Beispiele immer so einfach zu halten, dass man das lieber am Anfang bisschen umständlicher macht, dass man nicht zu viel wissen muss, um den ersten Teil von der ganzen Demo überhaupt zu verstehen. Und wenn wir jetzt da drauf gehen, dann werden wir sehen, einmal F5 gedrückt, dann steht da Buchen und Storno, wer hätte das gedacht? Und coolerweise steht das Gleiche natürlich auch in Data 2 PHP drin. Da steht auch Buchen und Storno drin, obwohl das eine ganz andere Optik ist. Das heißt, ihr habt jetzt eigentlich die visuelle Darstellung nur dadurch verändert, dass hier drin eben diese ganzen zusätzlichen Style-Angaben, die hier aus dem jQuery Mobile-Bereich kommen, überhaupt nichts mehr mit zu tun haben. Und im Teamwork-Sinne wäre jetzt eben die Geschichte nach dem Motto, ihr kümmert euch als Programmierer um die Funktionalität und irgendeiner von diesen komischen Webdesignern da, der kann das dann schick machen und kann dann da den ganzen Tag davor sitzen, dass er noch ein besseres Element von irgendwas mit noch besserem CSS und Tüdelmüdel und sonst was findet. Wo ihr aber dann nicht das Problem habt, wenn ihr einfach sagen wollt, okay, zeig mir doch mal vielleicht per Handy an, welchen Status folgender Auftrag hat und ihr habt im Prinzip hier einfach nur 1, 2, 3, 4, 5 oder sowas einzugeben als Endanwender und sagt einfach mal buchen. Und schon habt ihr dann 1, 2, 3, 4, 5 und gebucht und schon habt ihr dann die Ergebnismenge auch korrekt dargestellt und alles wunderbar. Was will man mehr? So, das ist jetzt natürlich dann auch noch an der Stelle ja, funktional, glaube ich, ganz gut nachvollziehbar. Das ist einfach nur der erste Eintrag sozusagen für euch, um zu verstehen, wie sowas generell natürlich überhaupt umzusetzen ist. Das basiert jetzt darauf, dass ihr im Prinzip mit einer Data.php, also so einer Zugriffsschicht hier arbeitet. Mit diesem Data.php könnt ihr jetzt dementsprechend die entsprechenden Zugriffe auf die Datenbank steuern. Da kann beliebiges Gedöns drumherum sein, das könnt ihr nutzen, müsst ihr nicht nutzen. Und ihr könnt dann im Prinzip das, was hier diese HTML-Seite ist, das ist einfach nur ein simples Template oder sowas in der Richtung, da
mache ich mal eben kurz das Ding, mache ich mal eben mit Notepad auf. So, das ist ja einfach so ein Meta-Refresh. Das ist einfach nur ein Umwandeln, dass der automatisch, wenn ich eben nur diese URL benutze, dass er dann eben auf dieses data.php geht. Das ist also ein ganz normaler Vorgang. Das ist natürlich so ein bisschen jetzt die rudimentäre Art und Weise, auf Daten zuzugreifen. Rudimentäre Art und Weise, das ist im Prinzip eine Technologie, dafür braucht ihr im Prinzip absolut nichts Besonderes wissen. Ihr braucht auch nicht unbedingt was programmieren oder sowas in der Richtung. Da beginnt dann eigentlich die Programmierung sozusagen in dem Bereich Firebird-Datenbank oder so. Natürlich werdet ihr damit irgendwo früher oder später an Lücken stoßen, weil ihr werdet dann gewisse Komponenten oder Techniken, die ihr sonst so im Einsatz habt, werdet ihr nur sehr umständlich damit abbilden können. Das soll euch einfach nur so ein bisschen erstmal das Grundverständnis geben, dass wenn ihr sowas hier zum Beispiel direkt per Kommandozeile aus einer Batch-Datei starten könnt, dass das alles nicht irgendwie einen jetzt komplett erschlägt. Und wenn ihr hier das Trainingsdokument noch durcharbeiten wollt oder sowas in der Richtung, dann werdet ihr dann feststellen, dass da noch verschiedene andere Demos dabei sind. Was ich euch hauptsächlich aber mal zeigen möchte, ist zum Beispiel die sogenannte CGI-Schnittstelle. CGI ist im Prinzip folgendes: in Apache könnt ihr im Prinzip in der Konfiguration eine CGI-Schnittstelle definieren. Und CGI, zack, zack, da ist es. So, da das Modul müsst ihr da laden. Und dann habt ihr hier, wo ist es? Hier habt ihr den Script-Alias CGI-Bin. So, also Server-Root CGI-Bin. Server-Root CGI-Bin, darin findet ihr eine Data.CGI. So, was ist Data.CGI? Data.CGI ist im Prinzip eine Demo, die wir hier auch mit drin haben. Das heißt, also wenn ihr euch das mal anschauen wollt, wie das technisch funktioniert, ich mache das mal mit Lazarus auf und dann öffne ich mal das Projekt, Open Project, und zwar IBA Web, Data.CGI, Data.CGI. So, das ist jetzt im Prinzip komplett ohne PHP, ohne sonstige Engine machbar. Das, was der jetzt hier im Prinzip hat an Quelltext, das ist wirklich nicht mehr Quelltext hier. Das basiert im Prinzip auf der SQL-DB, also auf der im Prinzip Datenbankschnittstelle von Lazarus. Dann gibt es hier eine Prozedur DoHandleRequest. Das ist hier im Prinzip die Zuordnung http-router.registerroot. Sternchen, alles geben bitte, was mit CGI zu tun hat, bitte an ihn hier übergeben. Er bekommt diese Informationen. Er bekommt diesen Request. Und in diesem Request macht er jetzt im Prinzip Folgendes. Er hat jetzt hier hardcodiert drin, den Database-Name. Das muss natürlich nicht hardcodiert sein, das ist klar. Er hat jetzt hier den Hostname drin und so weiter und so weiter. Er hat die Transaction. Die erzeugt er jetzt hier zur Laufzeit. Dann erzeugt er eine Query zur Laufzeit. Dann weist er der Query die Database zu. Dann holt er sich aus diesem Request folgende Informationen raus, nämlich genau diesen Kram, genau das gleiche, was wir vorhin eigentlich in PHP gemacht haben. Öffnen den Kram und machen jetzt im Prinzip in den Content das Ergebnis mit rein. Laufen so lange durch die Query durch, bis wir nichts mehr haben. Dann ist das alles erledigt, dann schließen wir den Kram und dann ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. So, im Endeffekt basiert jetzt die Basisidee darauf, dass wir jetzt hier im Prinzip, sag ich mal, eine TIB-Connection haben. Das heißt, wir haben eine Executable, die dabei rauskommt. Und diese Executable, die macht im Prinzip alle Komponenten zur Laufzeit, führt im Prinzip das zentrale SQL aus, was die Schnittstelle zu dieser Prozedur ist und liefert mir das Ergebnis einfach dann zurück. Also ein ganz simples Prinzip. Wenn wir jetzt hier einfach mal Ctrl F9 machen, dann würde jetzt normalerweise, warum habe ich DB da oben, würde eigentlich normalerweise keine Fehlermeldung kommen.
Aber aus welchen Gründen auch immer. Ach so, das kann sein, dass ich habe das in dieser Umgebung, habe ich das jetzt noch nicht kompiliert. Das könnte noch sein, dass ich hier noch ein paar Änderungen machen muss, weil das ist die Umgebung, mit der ich euch nachher hier TMS WebCore zeigen will. Das ist eine spezialisierte, abgespeckte Version von Lazarus, mit der ihr im Prinzip nachher dann auch TMS WebCore kostenlos einfach mal durchtesten könnt. Das, was ich euch gleich noch zeigen werde. So, also. Das, was hier im Prinzip dabei rauskommt, ist immer ganz wichtig. Das, was der kompiliert, ist nachher eine Data.exe. Das ist das, was der am Ende dabei rauskompiliert. Und die Data.exe muss jetzt natürlich dann in dieses Data.cgi-Verzeichnis sein und die muss die Endung CGI dann auch haben. Das heißt, ihr benennt einfach die Exe um in .cgi und dann könnt ihr die hier reinpacken und dann habt ihr damit eigentlich das Problem erledigt. Das nur so als kleiner Hinweis. Also in Apache CGI Bin, hier muss das Ding Data.cgi heißen. Das ist also der Punkt, wo wir das benötigen. Dieser Quellcode, der jetzt hier in Lazarus drin ist, das ist ja auch wirklich alles keine große Zauberei oder sowas in der Richtung. In der Theorie könnt ihr damit im Prinzip eine Mini-Anwendung extrem einfach aufbauen und dann braucht ihr auch keine PHP-Installation, dann könnt ihr wirklich direkt ohne PHP darauf zugreifen. Der Aufruf würde dann ein wenig anders aussehen und das zeige ich euch jetzt mal bei der ersten Demo, so wie sie hier im Prinzip ursprünglich auch aufgerufen war. Das heißt, wir gehen mal hier in die eigentliche Demo 1 rein und holen uns mal hier wieder diesen entsprechenden Zugriff und machen uns jetzt einfach mal unseren Browser wieder auf. Und machen jetzt nämlich eine völlig andere Art und Weise, auf das System zuzugreifen. Da ist die Uhrzeit. Wunderbar. So, das heißt, das ist jetzt genau die Uhrzeit, wie ich auf den zugegriffen habe. Und dieser Button hier, der ist jetzt auch ein bisschen anders. Ihr habt gesehen bei dieser Data.php-Anwendung, die ich gerade gezeigt habe, dass der im Prinzip die Seite nochmal neu lädt. Das macht er hier nicht. Das hier ist nämlich eine Technologie, die eine völlig andere Art und Weise darstellt, die aber die Schnittstelle zur Datenbank so ziemlich ähnlich hat. Hier kann ich jetzt intern umstellen zwischen UseCGI oder UseFB oder PHP oder sowas in der Richtung. Also wenn ich es nicht angeklickt habe, ist es PHP. Wenn ich es angeklickt habe, ist es CGI. Läuft technisch genauso. Und ich zeige euch jetzt mal, was diese Applikation überhaupt ausmacht. Und dafür muss ich diese Applikation nämlich jetzt zum Beispiel einfach euch schon mal zeigen in Lazarus. Lazarus. Kennt ihr? Habt ihr vermutlich auch schon mal gehört. So eine Art Open Source Delphi. Das, was ihr da machen könnt, ist im Prinzip so ähnlich auch natürlich verfügbar mit Delphi. Aber ist es natürlich dann immer Geschmackssache nach dem Motto, nicht jeder will unbedingt wegen irgendwelcher neuen Komponenten unbedingt allerneueste Delphi-Versionen nochmal da noch zukaufen. Und mit irgendwelchen steinalten Versionen, also Delphi 5 oder Delphi 6, werdet ihr TMS WebCore nicht unbedingt zum Laufen kriegen. Mit Lazarus, was ja kostenlos ist, kriegt ihr das zum Laufen. Ich gehe nochmal eben kurz zurück auf unseren ibexpert.com und dann Stammtisch. Und da ist nämlich in einer Zeile Folgendes drin. Einfach hier die entsprechenden Beispiele hier entpacken und so weiter, ist klar, dann könnt ihr es ausprobieren. So, für TMS WebCore und Pass2JS basierende Beispiele braucht ihr die Lazarus-Version, damit ihr das wirklich nachvollziehen könnt. Mein Tipp, öffnet einfach diese Webseite, die hier steht und geht mal dahin. Da findet ihr nämlich Folgendes. Neben der Tatsache, dass Detlef Overbeck mit dem Blaise Pascal Magazin ausgesprochen interessante Lektüre sowohl für Delphi als auch für Lazarus natürlich auch intensiver hat, auch sehr gute Beispiele, Programmbeispiele und so weiter in der Richtung. Also es ist absolut empfehlenswert, dieses Magazin auch zu subscriben. Das nur so als kleiner Tipp. Gibt es hier eine spezielle Lazarus-Version. Das ist genau die Lazarus-Version, die ich hier übrigens in meinem Pfad C Lazarus einfach heruntergeladen habe und hier einfach ausgepackt habe. Ich habe dort sonst nichts machen müssen. Das heißt, diese Lazarus-Version könnt ihr hier im Prinzip herunterladen. Lazarus 206, das ist dieser Pfad hier. Und danach müsst ihr im Prinzip noch Folgendes machen. Danach müsst ihr im Prinzip noch entweder über diese Webseite und oder diese TMS WebCore-Exe das Ganze nochmal eben runterladen.
Und dann müsst ihr eben einmal kurz eure E-Mail-Adresse dort eingeben und dann kriegt ihr im Prinzip, nachdem ihr die E-Mail-Adresse einmal als gültig bestätigt habt, kriegt ihr dann in der zweiten E-Mail, kriegt ihr dann einen Trial-Key. Das müsst ihr dann einfach berücksichtigen. Wenn ihr diesen Trial-Key habt, das heißt, hier könnt ihr die Daten bei Bruno Frierenz, ich weiß nicht, viele kennen den wahrscheinlich auch von Konferenzen und sowas in Richtung, sind absolut hochwertige Produkte und ist auch sehr angenehm, mit dem zusammenzuarbeiten, weil das wirklich, ich frage mich manchmal, wie der Mensch alleine mit seinem Team so viele Produkte überhaupt machen kann, aber das ist ja bei vielen oft das Problem. Es sind aber extrem gute Produkte und gerade TMS WebCore bietet dem typischen Delphi-Anwender oder dem Delphi-Programmierer nochmal richtig Möglichkeiten, die man sonst nicht unbedingt hatte. Also, das heißt, was müsst ihr machen? Ihr ladet das hier runter, ihr startet im Prinzip das hier, gebt dort die E-Mail-Adresse und Namen ein, dann bestätigt ihr die E-Mail, dann kriegt ihr per E-Mail die Adresse, dann macht ihr hier diesen Download. Und wenn ihr diesen Download macht, nicht wundern, dann kommt im Prinzip, sage ich mal, eine Datei. Wenn ihr die installiert, will der euch eigentlich nur eine Delphi-Installation machen. Das wird, falls ihr gar kein Delphi auf der Maschine habt, wie ich das hier zum Beispiel habe, nicht funktionieren. Wird aber dazu führen, einfach, dass er euch trotzdem nach eurer E-Mail-Adresse und nach diesem Freischaltcode fragt, den ihr dann per E-Mail gekriegt habt. Die gehören nämlich zusammen. Und damit ihr diese Schritte dann auch erledigt habt, einfach diese beiden Daten dort eingeben. Und dann ist im Prinzip Folgendes sichergestellt, dass nämlich dann Folgendes gemacht wurde. Dann habt ihr hier ein entsprechendes Lazarus am Laufen. Das Lazarus selber müsst ihr nicht lizenzieren, das ist ja komplett Open Source und frei. Was wichtig ist, ist, ihr habt dann hier die ganzen TMS-Komponenten verfügbar. Ihr könnt dann hier mit TMS-Web-Komponenten zum Beispiel auch so eine Applikation wirklich so zusammenstellen, wie ihr das euch vorstellt, wie das funktionieren könnte. Ich zeige euch mal einen kleinen Eindruck von diesem Mini-Projekt, wo wir da gerade drin sind, nämlich unserem Demo-1-Projekt. Und ihr seht jetzt hier in dem Demo-1-Projekt zum Beispiel Folgendes. Ihr seht hier eine Projektdatei, ihr seht hier eine Unit 1. Und wenn ich mal F12 drücke, seht ihr hier genau dieses Formular. Also im Prinzip seht ihr hier noch gar keine allzu großen Unterschiede zu dem, was ihr sonst so gemacht habt. Web-Label 1, wenn ich hier Web-Label 1 zum Beispiel einfach woanders mal positioniere und dann die Caption zum Beispiel verändern möchte oder sowas in Richtung, dann kann ich das natürlich machen wie üblich. Dann sage ich hier zum Beispiel einfach mal iBigExpert-Stammtisch. So, dann speichere ich das Ganze. Und wenn ihr das im Prinzip schon lizenziert habt, könnt ihr ganz normal mit Ctrl F9 das Ganze kompilieren, dann kommt hier keine Fehlermeldung. Wenn ihr die Lizenz noch nicht aktiviert habt, dann kann das sein, dass dort eine Fehlermeldung kommt. Ganz wichtig, um das auszuprobieren, ist Folgendes. Ihr müsst auf Run gehen und dann Run without Debugging. Weil das, was der da macht, ist keine Executable, das ist eine Webseite. Das heißt, er hat jetzt hier in diesem Unterverzeichnis Projekt 1, hat er hier eine neue Webseite erzeugt. Und diese neue Webseite, ganz wichtig, wird standardmäßig mit dem bei TMS WebCore mitgelieferten Runner gestartet. Dieser Runner hat natürlich weder CGI noch PHP noch sonst irgendwas drin. Deswegen passiert jetzt, wenn ich hier drauf drücke, erstmal eigentlich gar nichts. Der hat nämlich keine Möglichkeit, jetzt irgendwo CGI abzufragen und dann passiert da nichts. Wir nehmen uns aber mal diese Dateien hier aus diesem Unterverzeichnis. Das ist ja Demo 1. Und dann diese HTML-Seite, das sind im Prinzip die Seiten, die wir gerade eben kompiliert haben, wie ihr hier an der Uhrzeit seht. Und wenn wir uns diese Dateien alle mal nehmen und diese alle in das HT-Docs-Verzeichnis hineinpacken, also C, Apache 24, HT-Docs und dann Demo 1 und hier den Gedöns einfach mal überschreiben, der da drin ist. Dann haben wir jetzt die Möglichkeit, genau den gleichen Kram mit unserem eigenen, mit unserem Apache, nämlich mit dem 8080er Port zu öffnen. Und dann gehen wir hier auf Demo 1 und dort auf Index. So. Und wenn ich das mache, dann haben wir hier auch wieder die Funktionalität drin. Und er hat jetzt aus welchen Gründen auch immer noch die alte Seite im Cache. Dafür mache ich mal eben kurz den Apache einmal aus. Das ist so ein
Der müsste eigentlich schon die neue Seite nachgeladen haben. Dafür mache ich mal eben kurz den Apache auf die harte Tour aus, nämlich damit. Zack, so, my HTTPD. So, hier ist das HTML-Unterverzeichnis drin. Da mache ich mal zur Sicherheit noch, falls er das irgendwo in dem Unterverzeichnis öffnet, das weiß ich im Moment nämlich nicht, aber das sind jetzt die neuen Versionen von heute. Und wenn ich jetzt das Ganze wieder öffne, dann rufe ich einfach wieder die Batch-Datei Demo1 auf. Damit wird er wieder gestartet und damit haben wir hier den 8080er im Demo1 Index HTML. Frag mich jetzt, warum das Weblabel da nicht an der Stelle ist, wo das sein sollte, aber sei es mal drum. Ist, glaube ich, einfach im Moment bei mir eine Konfigurationsproblematik, dass ich irgendwo einen Denkfehler habe, der ist aber nicht weiter wichtig. Ihr werdet dann feststellen, dass das relativ einfach ist. Ihr könnt übrigens, wenn ihr gar nicht den internen Launcher davon nehmen wollt, also diesen Webrunner, dann könnt ihr im Prinzip, sage ich mal, auch Folgendes machen. Ihr könnt dann hier unter Run und dann Run-Parameters, könnt ihr hier natürlich zum Beispiel mit einer ganz anderen URL arbeiten. Und wir machen das dann meistens so, dass bei Webanwendungen, wenn ihr zum Beispiel in Webanwendungen mit sowas, mit einem Remote-Server wirklich auch Daten testen wollt auf einem Remote-Server und so weiter, dann müsst ihr im Prinzip natürlich berücksichtigen, dass ihr auf diesem Remote-Server dann teilweise eben andere SSL-Schnittstellen, andere URLs habt und so weiter und so weiter. Das ist also nicht unbedingt alles immer so einfach so lokal testbar. Deswegen solltet ihr eigentlich immer im Auge haben nach dem Motto, dass was bei uns die üblichen Projekte sind, sind einfach die hier, Use Launching Application. Und dann machen wir im Prinzip hier nicht diesen Runner INI, den rufen wir gar nicht auf, sondern wir rufen dann eine Batch-Datei auf, zum Beispiel so eine. Und diese Batch-Datei kopiert dann die Dateien von A nach B. Ich glaube auch, warum das so ist, was ist. Ich glaube nämlich, dass der hier genau diesen Denkfehler bei mir da drin hatte, weil er hier so einen sinnlosen X-Copy noch gemacht hatte. So, von Demo1 HTML. Und zwar, das war nämlich, glaube ich, genau das Problem, was ich mir selber gebaut hatte. So, das sind die HTML-Seiten. Und wenn ich hier nochmal reingehe, das Ganze nochmal kompiliere und nochmal starte, also Run without Debugging. Dann kommt das hier lokal und dann haben wir hier nämlich den lokalen und der lokale, der da läuft, das ist der, wo hatten wir ihn denn? Ach ja, unter TMS. Und hier war der, glaube ich, irgendwo hin kompiliert oder sowas. Webrunner. Muss ich selber mal eben kurz überlegen. Aber das ist auch nicht weiter das Problem. Das ist Projekt 1. War denn Projekt 1? Egal. Steht hier, glaube ich, in der INI-Datei drin. Müssen wir jetzt auch nicht zu detailliert durchnehmen. Was ich eigentlich euch hauptsächlich daran erklären möchte, ist eigentlich Folgendes. Es gibt hier natürlich so eine startende HTML-Seite, die wird automatisch generiert, da braucht ihr euch nicht drum kümmern. Ihr könnt hier im Prinzip, sage ich mal, jederzeit natürlich Projekt, neues Projekt und sowas in der Richtung machen. Dann könnt ihr hier im Prinzip auswählen, dass das dann zum Beispiel eine TMS Webcore Application ist. Dann könnt ihr hier sagen, okay, dann könnt ihr hier die Basisinformationen definieren und dann könnt ihr hier wirklich mit einem solchen Basisprojekt beginnen. Und dann könnt ihr hier zum Beispiel sagen, HK-Test oder sowas in der Richtung lege ich einfach mal als Demo ab. Dann HK-Test als Projektdatei und dann UHK-Test oder sowas in der Richtung als entsprechende Zusatzdatei. Ach, hier war ja eigentlich erst die Unit UHK-Test X. Egal, wie wir das benennen. Hauptsache, das ist irgendwie einigermaßen eindeutig. Und wenn ich das dann im Prinzip wieder genauso starte, Run without Debugging, habe ich hier ein leeres Formular, wer hätte das gedacht. Was ihr dann natürlich zusätzlich noch habt, ist natürlich dann die Möglichkeit, wie zum Beispiel, ihr seht hier ein sogenanntes Web-Label. Ihr seht hier einen Web-Button.
wenn wir zum Beispiel so einen Web-Button haben, speichern das Ganze mal, sagen Run und klicken hier zum Beispiel einfach drauf, dann passiert erstmal natürlich noch nichts. Warum sollte auch was passieren? Weil es natürlich hier erstmal mit hinein kompiliert werden muss. Und das Interessante dabei ist halt, dass ihr als normal denkender Delphi-Programmierer oder Lazarus-Programmierer eigentlich relativ schnell da drin seid, damit wirklich leistungsfähige Applikationen zu machen. Also ihr könnt hier jetzt wirklich sagen, okay, Show Message. Ihr habt jetzt wirklich also in den verschiedenen Bereichen, habt ihr jetzt zum Beispiel IB-Expert Stammtisch oder sowas in Richtung, habt ihr eigentlich in ganz vielen Bereichen, habt ihr Möglichkeiten, auf das Gleiche zuzugreifen, was ihr so kennt. Das heißt, wenn ich jetzt hier wieder sage, Run without debugging und sage hier einfach mal okay, dann kommt da auch was. So, Run without debugging ist natürlich so ein Thema. Wie without debugging? Fehlerfreie Software braucht natürlich kein Debugging, das wisst ihr ja. Wir machen ja alle nur fehlerfreie Software. Es gibt in fast jedem einigermaßen modernen Browser, also Firefox oder Chrome. Microsoft Browser lasse ich mal so außen vor, aber lassen wir mal im Raum stehen. Da gibt es auf rechte Maustaste fast immer sowas wie Inspect. Und mit Inspect könnt ihr jetzt zum Beispiel auch direkt in der Konsole und in den Sources mitarbeiten und mitdebuggen. Und das Spannende ist dabei, dass ihr dann zum Beispiel auch in den Sources, ihr seht jetzt hier wirklich den Pascal-Source. Das heißt, ihr habt jetzt hier wirklich die Möglichkeit, in dem Moment, wenn ihr hier zum Beispiel dran arbeiten wollt, da kommt jetzt hier so ganz komisches Gedöns, was ihr gar nicht gemacht habt, aber das könnt ihr auch relativ einfach nachvollziehen. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel hingehen, auf Show Message sowieso, dann haben wir hier zum Beispiel jetzt gerade einen Breakpoint gesetzt und jetzt steht er hier wirklich genau in diesem Breakpoint. Also es ist eigentlich auch nicht so große Zauberei, so ein Breakpoint in so einer Web-Applikation. Ja, Chris, genau. Deswegen habe ich ihn nicht erwähnt, weil Microsoft ist mittlerweile auch Chrome geworden. Die drehen das immer im Kreis und machen jetzt eigentlich auch eine Variante von Chrome als Microsoft-Browser auf. Und ein Grund mehr, den nicht von Microsoft zu benutzen, weil besser ist der garantiert nicht. Aber das ist nur ein anderes Thema. Aber das Coole dabei ist eben halt wirklich, ihr habt jetzt wirklich hier auch die Möglichkeit, zum Beispiel dann solche Sachen direkt per Debugger zu machen. Und das, was eben Lazarus zusammen mit dem TMS Webcore und dem Pass2JS Framework daraus macht, ist eigentlich nicht das, was ihr da seht, sondern technisch basiert das eigentlich auf folgender Basisidee. In dem Moment, wo das nämlich kompiliert wurde, wird das hier erzeugt. Das, was hier erzeugt wird, ist im Prinzip eine JavaScript-Datei. Jetzt könnte man natürlich sagen, man nimmt mal diese JavaScript-Datei und geht damit mal mit Notepad rein, und weiß eigentlich, dass man diese JavaScript-Datei auch hätte komplett von Hand schreiben können. Muss man aber nicht. Das ist so das eine Thema von der Problematik. Ihr wollt ja auch eine Executable nicht unbedingt von Hand schreiben und das eben immer so im Hinterkopf behalten. Das, was der hier macht, ist im Prinzip, sage ich mal, schon etwas, was wirklich dann am Ende, im Gegensatz zu anderen Lösungen aus dieser Welt, am Ende wirklich auch komplett auf dem Browser funktionieren kann. Das heißt, in dem Moment, wo ich jetzt zum Beispiel in irgendeinem Browser dieser Welt diesen Button hier klicke, dann braucht er, um das auszuführen, braucht er keine Verbindung zu irgendeinem Webserver irgendwo auf dem Planeten, sondern er kann im Prinzip genau diese HTML-Seite mit allem drum und dran lokal ausführen. Das ist also ganz wichtig dabei. Also das ist eben das Schöne dabei. Was hier kompiliert wurde, ist nachher Bestandteil mit zum Beispiel von dieser JavaScript-Datei. Es wird eingebunden über diese entsprechende Unit, über diese HTML-Seite und so weiter. Und bei dieser HTML-Seite haben wir jetzt einfach nur die Anbindung an die jeweilige JavaScript-Datei, hk-test.js. RTL Run. Und wenn ich diese Datei, diese hier zusammen mit der entsprechenden JavaScript-Datei und dieser Map-Datei, in dieser Map-Datei befinden sich sozusagen die internen Verknüpfungen zwischen Quellcode-Zeilen in JavaScript und Quellcode-Zeilen in der Original-Pascal-Datei, also in dem, was wir hier programmiert haben. Und das ist dann wirklich so komfortabel für euch auch benutzbar, dass ihr dann wirklich sagen könnt, okay, aha, ich setze hier ein
Haltepunkt, weil das hier der Fall ist und nicht in dem Bereich, wo wir jetzt zum Beispiel sitzen würden, wenn wir nämlich diese Map-Datei gar nicht hätten. Dann würden wir nämlich hier im Prinzip liegen und dann hätten wir hier im Prinzip, sage ich mal, Haltepunkte in JavaScript. Das können wir dann immer noch machen. Aber ehrlich gesagt, wer will das schon? Also ich will sowas gar nicht können. Also ich bin zu alt für sowas und mein Gehirn hat eine begrenzte Kapazität und ich möchte das nicht unnötig belasten mit Informationen. Funktionieren tut das auch ohne diese Map-Datei. Der hat sich jetzt auch dann in diesem Umgebungsbereich hat er sich auch gemerkt, wo jetzt dieser Show-Message gekommen ist. Das, was aber im Prinzip TMS Webcore da benutzt, TMS Webcore ist im Prinzip ein unglaublich umfangreiches Framework von Möglichkeiten, was wir da drin haben. Aber die Basistechnologie, die da im Endeffekt hintersteckt, ist ein Compiler. Und das ist dieser Path-to-JS-Compiler. Das heißt, das ist im Prinzip ein Kandidat, der macht im Prinzip Zugriffe, die im Pascal-Quelltext geschrieben werden und kompiliert das Ganze in ein JavaScript. Also genauso wie ein normaler Compiler bei Delphi oder bei auch Lazarus für Windows oder sowas in der Richtung dann danach eine Executable macht dieser Compiler keine Executable, sondern der macht davon wirklich JavaScript. Das relativ Coole dabei ist, wenn ihr mit solchen Leuten mal zu tun haben wollt, die sich so einen Quatsch ausgedacht haben, da habt ihr in diesem Lazarus-Umfeld, habt ihr eine relativ hohe Chance, auf ganz hohem Niveau mal an diese Kernentwickler zu kommen. Also Michael van Kanijt ist zum Beispiel einer, das ist ein Belgier. Den treffen wir regelmäßig auf Konferenzen. Detlef macht, also der von dem Blaise Pascal Magazin macht, also auch regelmäßig Konferenzen. Jedenfalls dann, wenn nicht gerade irgendwelche blöden Viren durch diesen Planeten geistern. Und dort ist fast auch immer Michael mit dabei. Dann ist meistens Matthias Gärtner noch mit dabei. Matthias Gärtner ist einer der Hauptarchitekten hinter der ganzen Lazarus-IDE. Und wenn ihr mal so ein bisschen, sag ich mal, so aus guten alten Zeiten kommt, wo man auch mal in der Delphi-Embarcadero-Borland-Welt was mit den Kernentwicklern zu tun hatte. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir auf Konferenzen durchaus mal dann eben auch ja, solche Leute wie Alan Bauer oder sonst wen da treffen konnten. Und mit dir kannst du da mal eben quatschen nach dem Motto, in welche Richtung sich jetzt was weiter bewegt und so. Diese Art von Leuten kenne ich in dem Embarcadero-Umfeld jetzt nicht mehr. Das ist alles irgendwie outgesourced und das machen alles irgendwelche relativ namenlosen Menschen. Und Marco Cantu und sowas in der Richtung, alles ein super netter Kerl. Jim Keith auch, alles super nette Leute. Aber das sind nicht die Kernentwickler hinter dem Produkt. Und die eigentlichen Kernentwickler hinter dem Produkt, an die kommt man so gut wie gar nicht mehr ran. Im Gegensatz zu so einem wie zum Beispiel Michael van Gennaid. Wenn der irgendwo bei euch in irgendeiner Konferenz mitsitzt oder sowas in der Richtung, der ist bisher nie Speaker gewesen, weil das nicht sein Ding ist. Aber er ist teilweise auch, wenn ich dann Speaker gemacht habe, in Bonn hatten wir das zum Beispiel auf der Lazarus-Konferenz, dann sitzt Michael da hinten und hat teilweise mit einem einzigen Satz einen derart geilen Kommentar rausgehauen nach dem Motto, wo ich dann auch denke, nach dem Motto, Scheiße, warum wusste ich das noch nicht? Und dann sagt Michael manchmal, ja, weil das seit gestern da drin ist. Und das ist dann natürlich relativ cool. Und auch Matthias Gärtner ist unheimlich, also wenn ihr irgendwas mit der IDE habt, also wenn ihr irgendwelche Sachen zum Beispiel braucht, wo ihr in der Lazarus-IDE irgendwelche Funktionalitäten braucht oder müsst versuchen, die rauszukriegen. Das ist eine unglaubliche Qualität, mit der solche Leute euch da wirklich weiterhelfen können, ohne dass ihr im Prinzip in einem System gefangen seid. Und wenn ihr das natürlich dann auf die ganz harte Tour machen wollt, dann könnt ihr natürlich auch in Lazarus selber zum Beispiel sowas machen, wie dass ihr einfach mal zum Beispiel ein Projekt öffnet. Und das Projekt, was ihr in Lazarus öffnet, heißt dann zum Beispiel einfach mal, das ist hier unter IDE. Und das heißt Lazarus. So, jetzt ist immer die große Frage, wer war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Also im Prinzip Lazarus als Lazarus-Projekt geöffnet, ist nichts anderes als Lazarus ist in Lazarus programmiert oder im Free Pascal Compiler. Und da sind jetzt im Prinzip, wenn euch irgendwelche Seiten dann nicht passen oder sowas in der Richtung, passt die euch selber an, macht da was Besseres von, steht euch komplett offen. Also da muss man nicht darauf warten, dass irgendwo an irgendeiner Stelle, sage ich mal, ein Problem aufgetaucht ist. Ich muss jetzt mal gucken nach dem Motto, welche die interessanten Formulare sind. Inspektor, IDE, Options, Dialog oder sowas in der Richtung. Das meiste wird natürlich auch da dann immer zur Laufzeit erzeugt oder so.
Und es ist auch nicht so, dass man jetzt, sag ich mal, 2 Minuten sich da einliest und da weiß man alles. Dafür ist das ganze Projekt Lazarus natürlich auch ungeheuer umfangreich geworden. Aber wenn ihr natürlich hier zum Beispiel einfach sagt, nach dem Motto, immer wenn ich hier was auswähle, kommt das Falsche da, geht einfach mal in das Projekt rein und schaut euch einfach mal an, nach dem Motto, was da abläuft. Also ihr könnt wirklich aus Lazarus heraus Lazarus starten und Lazarus darin debuggen. Wenn ihr wollt, könnt ihr dann nochmal wieder ein Lazarus starten und das darin debuggen. Ob das dann noch beim zweiten Mal debuggen geht, das weiß ich nicht, aber ich wüsste auch keinen Grund, warum man das aus dem Debugger heraus mit dem Debugger nochmal debuggen sollte, aber weiß man ja nie so genau. Nur einen kleinen Überblick. Also alles, was ihr hier drin habt, was ihr hier an Komponenten drin habt, könnt ihr ohne Probleme alles mit ausprobieren, soweit ich weiß. Es gibt ein paar Sachen, die sind, glaube ich, vom Quellcode her nicht mit ergänzt worden, weil das diese freie Trial-Version ist. Die TMS WebCore-Komponenten, die kosten, ich meine, so um die 300 € oder sowas in der Richtung. Dafür habt ihr den kompletten Funktionsumfang bis hin zu irgendwie Google Maps API einbinden oder sowas in der Richtung. Bis hin zu, weiß ich was, PayPal-Schnittstelle oder sonst was in der Richtung, wenn ihr sowas braucht. Das sind also wirklich auf Komponentenebene hat Bruno da unheimlich viel drin realisiert, was euch das Leben dann leichter machen kann, wenn ihr irgendwas mit Web zu tun habt. Was da unter anderem auch drin ist, was wir aber so in der Form gar nicht benutzen, ist das, was ich jetzt nochmal öffne, wenn ich in das andere Projekt wieder reingehe, nämlich in unser Projekt Demo 1. So. Und das ist nämlich dieses Projekt mit diesem Ding hier. Und das ist das, was wir hier gemacht haben. Und was macht das denn? So, wir machen doch einfach mal, ganz einfach mal Folgendes. Wir überlegen uns einfach mal, dass wir jetzt zum Beispiel etwas abfragen wollen. Das heißt, wir gehen hier in das Formular rein und wir gucken einfach mal auf das Button-Click-Ereignis. Diese Checkbox brauchen wir uns im Moment nicht unbedingt überlegen. Was wir mit der Current Timestamp from FB-Server machen, ist einfach Folgendes. Wir holen uns jetzt im Prinzip mit diesem Web-Button 1-Click folgende Daten. Wir haben so ein MyData-Objekt. Ich habe da einfach mal in so einer Mini-Anwendung habe ich sozusagen so ein Mini-Klassenmodell gemacht. Und da gibt es jetzt zum Beispiel einfach mal ein MyData.create. MyData.create, das ist also im Prinzip hier. Die Klasse ist hier hinterlegt mit einem FSQL, Field Name, CGI und so weiter. Ich gehe nochmal wieder zurück. Steuerung H ist übrigens immer wieder zur letzten Quelltextzeile zurückspringen. Das Objekt wird erzeugt. CGI, da gucken wir eben nach, ist das Ding gecheckt oder nicht. Wir gucken uns gleich kurz mal an, was da abläuft. Und jetzt passiert im Prinzip Folgendes. Mit dem, was wir da im Prinzip machen, rufen wir eine Routine auf, execSQL. Da kommt irgendwas zurück und wir erwarten jetzt auch nicht irgendwie ein Dataset oder sowas in Rede. Natürlich können wir auch sowas machen, das zeige ich euch gleich in einer anderen Demo nochmal. Dann sagen wir ganz einfach, okay, das, was da zurückkommt, holt mir das mal aus diesem Response-Text. So, was heißt das? Wir schauen uns mal execSQL an. execSQL als Routine macht im Prinzip Folgendes. Es macht jetzt einen SQL-Abgleich. Es gibt hier so eine interne Funktion drin, die habt ihr wahrscheinlich gerade eben schon kurz gesehen. Das ist diese hier, MyWebSQL. Hier machen wir einfach nur so ein bisschen relativ rudimentäre Search-and-Replace-Geschichten. Also das heißt, Sonderzeichen werden ersetzt durch andere Sonderzeichen. Normalerweise würde das jetzt nicht in einer sichtbaren Unit als Funktion da drin sein. Wir wollen aber einfach euch zeigen, nach dem Motto, dass diese komplette Applikation auch in 165 Zeilen Quelltext funktionieren kann. Eigentlich technisch sind dafür vielleicht 100 Zeilen Quelltext notwendig, aber das nur so am Rande. So, und je nachdem, ob das jetzt zum Beispiel einfach gemacht wurde, gibt es jetzt hier noch so eine Funktionalität, mit der wir uns die Feldnamen holen. Das ist dann gleich noch für uns im Moment nicht weiter wichtig. Aber hier sagen wir einfach, wenn CGI, dann machen wir diese URL auf. Wenn nicht CGI, dann machen wir diese auf. Das heißt, wir rufen jetzt einfach so eine Data-PHP und diese Data.CGI rufen wir genau auf diese Art und Weise auf. Und diese CGI-Geschichte ruft jetzt intern wieder genau diese gleiche Funktionalität auf, dass wir also wieder genau diese IBE Web haben, aber in einer anderen Variante, die ich euch gleich zeige.
Das ist nämlich diese DB1, die wir hier drin haben, nicht diese Barcode3.fdb. So, und im Endeffekt passiert nichts anderes als Folgendes. Es wird diese URL aufgerufen und dahinter steht irgendein SQL. Schauen wir doch mal, was das im Endeffekt besagt. Das heißt, diese URL wird aufgerufen. So, und zwar natürlich auf unserem 8080er. Gehen wir eben hier wieder zurück auf die eigentliche Seite, auf unseren 8080. Dann haben wir hier als Aufruf, na, wo habe ich es? Da habe ich meinen Quelltext. Zum Beispiel machen wir das mal mit der data.php und cmd gleich irgendwas. Das heißt, ich gehe in meinen Browser rein, ich schreibe hier einfach hinter data.php und cmd gleich und dann mache ich einfach den SQL, der da im Endeffekt hintersteckte, noch da rein. Und das war ja der SQL, mit dem wir hier im Prinzip zwar noch hier die Leerzeichen und sowas ersetzen würden oder sowas entrichten, aber das ist nicht weiter schlimm. Das, was wir jetzt hier machen, ist Folgendes. Zack. So, das wäre die URL. So, und da sehen wir jetzt hier zum Beispiel einen Timestamp. Ganz wichtig, das, was wir da machen, ist eine Demo, die nicht unbedingt jetzt, sag ich mal, für Produktionszwecke gedacht wäre. Weil es würde jetzt hier natürlich in dieser Demo genau das Gleiche funktionieren, wenn ihr hier sagt, Select Stern from RDB Dollar Relations. Das ist mit dem Dollarzeichen, das wird nicht so einfach sein. Dann müssen wir mal eben kurz da reingucken und dann gucken wir mal. Achso, Select Stern mag er auch nicht so gerne. Das ist noch ein anderes. RDB Dollar Relation unterstrich nehmen. Ich zeige euch gleich nochmal kurz einen Einblick da rein. Ihr könnt das ja alles zu Hause auch selber anschauen. Ihr seht jetzt hier zum Beispiel einfach, dass ich an diese URL einfach ohne weiter zu fragen, diese Ergebnismenge hier zusammenklöppeln kann. Und das ist natürlich, sag ich mal, alles so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ihr müsst auf jeden Fall, wenn ihr so eine simple Abfrage zulasst, müsst ihr natürlich in irgendeiner Art und Weise so eine Authentifizierung einbauen. Das kann man aber extrem einfach machen. Da haben wir auch Konzepte für und auch wir schulen das auch, dass Leute das dann auch nachvollziehen können. Aber was eigentlich viel wichtiger ist, ist im Prinzip das, was hier in der Datenbank sich dann befindet. Das müsste eigentlich die Datenbank sein, die dann dahinter steckt. Da ist im Moment noch nicht, ach nee, die ist es, das ist die auf jeden Fall nicht, sondern das ist die Datenbank, die befindet sich woanders. Das ist die Datenbank Shubidubidu. Und zwar ist die Datenbank irgendwo im IBE Web DB. Da ist es die db1.fdb, glaube ich. So, wenn wir da nämlich mal hingucken, dann sehen wir nämlich eine ganze Menge mehr da drin. Und wenn wir nämlich hier zum Beispiel in unseren Browser reingehen und hier zum Beispiel sagen, nach dem Motto, wir wollen nicht RDB Dollar Relation machen, sondern wir wollen zum Beispiel Select Stern, nee, Stern geht nicht, sondern wir müssen immer die Feldnamen machen. Product. Punkt, ach nee, ich mache mal Customer. Punkt, Last Name vom Customer. So. Dann haben wir hier, das ist die, achso, weil der das mit Embedded macht, deswegen sollte ich dann nicht parallel drauf rumfuhrwerken. So. Und dann holt er sich die Datenmenge raus und ich glaube, irgendwas habe ich, glaube ich, noch falsch gemacht, aber egal. Soll ich in erster Linie mal zeigen, ich habe, glaube ich, irgendwo einen Tippfehler drin oder sowas. Wer einen Tippfehler findet, darf ihn behalten. Ist noch ganz anders gemacht. Ich zeige euch mal eben den Inhalt hier. Das, was wir hier gemacht haben, oder was ich euch eben auch kurz gezeigt habe, war ja dieser Zugriff über diese data.cgi. Data.cgi, seht ihr hier, war im Prinzip das Projekt, was da im Endeffekt hintersteckt.
wenn wir uns in diesem Projekt Quelltext nochmal eben kurz reingucken, das heißt, wir machen nochmal das Projekt wieder auf, data.lpi, dann seht ihr hier im Prinzip, sag mal, dass der darauf zugreift, auf diese Datenbankdatei, aber ohne Servername davor. Das heißt, er macht dann einen Embedded-Zugriff und deswegen sollte es, glaube ich, Hostname 3051 kann irgendwie ein anderes Problem sein. Ist, glaube ich, irgendwas Banales als Problem. Wir gehen einfach mal in die Datenbank rein, um euch das da drin zu zeigen, was da drin los ist. Hier gibt es die Funktion IBE-Web drin, hat so einen ähnlichen Aufbau wie das, was wir vorhin schon gesehen haben. Macht hier im Prinzip erstmal auf dem, was wir da als SQL kriegen, so clean da rein, holt sich dann den SQL-Teil da raus und macht jetzt im Prinzip Folgendes. Es holt sich den SQL, holt sich mit Execute Block und mit so einem zusätzlichen Ding die entsprechende Ergebnismenge zurück und liefert mir dann diese Ergebnismenge wieder zurück in meine Applikation. Also diesen Teil, den werde ich jetzt heute auch nicht mehr detailliert erklären können, aber dafür ist es ja alles dabei. Mit dem Teil könnt ihr im Prinzip jetzt wirklich auch dann direkt so einen Zugriff natürlich starten. Damit habt ihr jetzt auch zum Beispiel die Möglichkeit, das Einzige, was natürlich eigentlich normalerweise der User nur bräuchte, das heißt, derjenige, der jetzt hier diese Data.cgi hat, das, was wir hier in Lazarus haben, ihr werdet ganz schön bescheuert, wenn ihr das natürlich dem Zuweisungsmöglichkeiten bietet über den SysDBR Master Key. Also Master Key ist sowieso, glaube ich, natürlich nicht so unbedingt angesagt, aber das ist ein anderes Thema. Auch dann, wenn ihr dem natürlich einen speziellen User gebt, dann ist das viel hilfreicher, wenn ihr diesem User zum Beispiel nur die Rechte gebt über Grant Manager oder sowas, an dieser IBE-Web, an der sollte er Rechte haben. Alle anderen Rechte sollte er gar nicht haben. Das so als kleiner Tipp. Ich muss mal eben kurz gucken, ob das nicht sogar in der data.php so implementiert wurde. Apache und dann ist hier im Hauptverzeichnis die data.php. Nee, da hat das auch, da haben wir es in der Demo auch mit SysDBR Master Key gemacht. Das ist auch nicht weiter schlimm, aber das sollte euch natürlich dann eigentlich zu denken geben. Und wenn ihr jetzt natürlich dann zum Beispiel in dieser IBE-Web drin seid, ihr kriegt irgendeinen SQL und ihr könnt natürlich jederzeit hier mit irgendeiner Syntax, könnt ihr das ähnlich wie wir das machen, in diesen DAT hinein, also hier in diesem DAT könnt ihr natürlich dann zum Beispiel auch mit übergeben bekommen nach dem Motto, ich bin Username sowieso und ich benutze folgendes Kennwort. In dem Moment, wo ihr das über eine HTTPS-Verbindung schickt, könnt ihr das jedes Mal ruhig mitschicken. Das ist technisch kein Problem. Es kann auch ein temporäres Kennwort sein, dass ihr zum Beispiel so eine Art Session-ID mit übergebt, um dann einfach zu sagen, diese Session-ID mit dem Kennwort und dem User ist zum Beispiel für so und so viele Minuten möglich. Das könnt ihr dann natürlich auch so in einer Tabelle dann ablegen. Und damit könnt ihr dann die Ergebnismenge zum Beispiel aus so einem Kram herausholen. Da ich natürlich mal wieder wie üblich mich ein wenig verlabert habe, einfach nochmal ein kleines Blick in ein weiteres Projekt. Und zwar in ein Projekt, was wir da auch drin liegen haben, in C und dann IBE Web. Dann gehen wir mal auf Projekt 2. Wenn wir uns das angucken, dann seht ihr hier im Prinzip schon ein bisschen komplexeren Kram. Ich rufe mal das Ganze ohne das neu zu kompilieren. Das würde zwar auch neu kompilierbar sein, aber dann müsste ich das wieder entsprechend in den entsprechenden Pfad packen. In Demo 2 rufe ich das mal auf. Und dann seht ihr hier Folgendes. Und das ist jetzt im Prinzip genau so eine Geschichte, wie ich jetzt einfach sagen kann nach dem Motto, da ist, glaube ich, genau das Problem. Ja. Da muss ich nochmal gucken, was da das Problem ist. Ja, könnte gehen, Server, Private Log for Details. Irgendwo kann er auf jeden Fall nicht an den richtigen Server ran. Das ist vermutlich der falsche Firebird-Dienst. Ist aber ein ganz banales Problem. Ich gucke mir das auf jeden Fall nachher nochmal an. Oder wenn ihr am Ende das Video morgen anschaut, dann werdet ihr wahrscheinlich auch in der Textdatei, die da liegt, noch einen kleinen Tipp finden, warum das Problem ist. Ich vermute mal einfach, dass er im Moment einfach beim Aufruf dann noch ein kleines Problem hat. Aber ich mache mal Folgendes. Ich beende mal Lazarus, ich beende mal IBExpert
Ich bin da weiterhin noch auf der Datenbank drauf. Ich beende mal dieses Scripting-Modul und ich starte jetzt einfach noch mal ganz normal die IBE Web als Demo 2. So, weil eigentlich sollte die nämlich laufen. Ich habe das nämlich schon gesehen, dass das läuft. So, zack. Nee, da ist immer noch irgendwas, Select ID Text vom Kategorien Select. Irgendwas ist an der Stelle nicht in Ordnung. Da muss ich nochmal gucken, was da das Problem ist. Ist aber nicht das Problem, weil das kriegen wir auf jeden Fall auch noch gebacken. Und hier seht ihr nämlich hier zum Beispiel nochmal, der hat das gleiche Problem. Das prüfe ich nochmal. Ihr seht hier eine simple Anwendung. Das kann sein, dass wenn ihr das zum Beispiel ohne meine ganzen Fuschereien hier an dieser Demo-Bibliothek macht, wenn ihr diese 7Z-Datei runterladet und einfach bei euch mal lokal ausprobiert, dass ihr das Problem nicht habt. Ich habe das nämlich im Prinzip, sage ich mal, zusammen mit einem Kollegen heute nochmal durchgetestet und das funktionierte heute Vormittag eigentlich alles relativ problemlos. Und packt einfach mal diese 7Z-Datei aus. Ganz wichtig, sollte eben in C IBE Web liegen, weil da ziemlich viele hardcodierte Pfade drin sind. Das sollte aber nicht das Problem sein. Und die hardcodierten Pfade, wenn ihr das dann habt, könnt ihr das jederzeit natürlich dementsprechend dort auch überschreiben, woanders hinpacken oder was auch immer damit machen. Ja, das waren jetzt schon mal ein Dreiviertelstunden. Ziemlich geballter Kram. Da wir ja ein Stammtisch sind und ein Stammtisch nicht eine Predigt vom wie in der Kirche ist, wenn ihr Lust und Zeit und Bock habt, einfach noch mal ein paar Fragen zu stellen, tut das. Beide in Demo 1 kommt schon. Could not find driver. Das könnte theoretisch an diesen fehlenden Firebird-Client-Bibliotheken oder sowas auf dem Rechner liegen. Unter normalen Umständen sollte das eigentlich sein, weil ich habe das wirklich auf diesen, das hier ist eine virtuelle Maschine, die ist eigentlich relativ banal. Wenn das ausgepackt wurde und mehr habe ich hier eigentlich auch nicht gemacht, dann sollte eigentlich bei Demo 1 das Ganze schon kommen und funktionieren. Ich muss mal eben kurz gucken, ob wir hier Databases Firebird.conf 30, das kann da sein, dass da nämlich die 3050 Remote Service Port, das ist 3051, der ist aber oben eigentlich auch definiert und das ist eigentlich auch einer, der hier uns gar nicht in die Quere kommt. Sonst sag mal am besten vorsichtig, falls du dann auf dem Rechner, auf dem du es ausprobierst, auch schon einen zusätzlichen Firebird-Server drauf hast oder sowas in die Richtung, dass du das vielleicht nochmal versuchst, in so einer virtuellen Maschine oder sowas umzusetzen. Ich denke mal, das könnte sein, dass sich die in die Quere kommen. Manche Leute machen sich auch den Event-Port oder sowas auf 3051, dadurch wäre der dann auch blockiert. Und das sollte eigentlich auf jeden Fall nicht so sein. Ich denke mal, versuch mal klug, altes Problem bei uns in der Branche. Ne? Einfach mal ausprobieren. So, was hatte ich da noch vorbereitet? Da hatte ich auch noch irgendwas vorbereitet. Da hatte ich, glaube ich, die Variante noch vorbereitet. Ja, die hatte ich noch mal mit überarbeitet, genau. Da seht ihr jetzt hier auch das, was wir vorhin eingetragen hatten. Das ist hier, ach so, Demo 1 HTML, Index HTML, das ist der Pfad. Das ist die Demo 1 LATS, das ist dann hier mit dem Kopiervorgang da drin. Das habe ich, glaube ich, in den falschen Kandidaten mit eingetragen. Und wenn wir das hier nochmal mit wieder starten, dann Projekt neu öffnen, dann unser Projekt Demo 1, Projekt 1.lpi, dann nochmal hier reingehen und hier zum Beispiel sagen, wir machen hinter dem Stammtisch nochmal diverse Ausrufezeichen, speichern das Ganze, kompilieren das Ganze und starten das Ganze dann über die Batch-Datei. Dann sollte jetzt eigentlich diese neue Variante gekommen sein. Ist immer noch nicht, kann immer noch Caching von Apache sein oder irgendwas anderes. Ist aber vermutlich was völlig Banales, wie üblich. Egal, lassen wir mal so im Raum stehen.
technisch funktioniert es, so viel bin ich mir auch sehr sicher auf jeden Fall. So, sonst noch Kommentare oder sowas in der Richtung? Also, ja, Dirk, Watchdog, was ist überhaupt Watchdog oder sowas in der Richtung? Watchdog, ich habe den jetzt hier auf dieser Maschine, habe ich den nicht installiert. Wir haben so ein neues Programm, mit dem wir im Prinzip, sage ich mal, so ein automatisiertes Backup machen können. Das sollte eigentlich, wenn ich hier das installiert hatte und unter HK Software, unter EP Expert und unter Tools, sollte eigentlich das Watchdog Setup auch sein. Dann passiert im Prinzip Folgendes. In dem Moment, wo ihr hier eine Installation macht, dann kriegt ihr hier so ein automatisiertes, einfaches Programm. Das macht im Prinzip Folgendes. Das ist so eine Art automatisches Backup für normal denkende Menschen. Da drin ist das auch erklärt nach dem Motto, dass ihr im Prinzip dann Folgendes machen könnt. In dem Moment, wo ihr eine Standardinstallation 3050 Port und SysDBR Master Key oder sonst was in der Richtung auf einem Rechner drauf hat, erkennt dieser Watchdog automatisch, dass das Ganze im Prinzip gesichert werden sollte. Das heißt, er würde dann automatisch in dem Moment auch als, er müsste das einmalig registrieren, das ist aber die normale Registrierung, ist kostenlos. Dann kann der aber nur eine Firebird-Instanz, Localhost, installieren und kann dann diese Localhost-Instanz auch automatisch erkennen, welche Datenbanken geöffnet wurden und würde dann diese Datenbank auch dementsprechend mit aktivieren. Wir bauen jetzt gerade im Moment, das ist eigentlich unter anderem für Dirk, aber auch für andere, ab dieser Woche hoffentlich auch bald mal komplett fertig. Von den Watchdogs wird es so eine OEM-Version geben. Da könnt ihr über eine einmalige Registrierungs-, also über eine einmalige Kostennote in Anführungsstrichen, könnt ihr dann hier einfach festlegen, wohin gesichert werden soll. Also es kann ein Netzwerk sein, FTP, USB-Platte oder was auch immer. Und dann passt im Prinzip hier der entsprechende Watchdog hier automatisch ein paar Jobs an. Wenn ihr das aktiviert habt und registriert habt, dann würde das relativ schnell zu verstehen sein. Und für die sogenannte OEM-Version braucht ihr keine Registrierung. Das heißt, an der Stelle, wo ihr mit der OEM-Version arbeiten würdet, könnt ihr das im Prinzip beliebig für euer Unternehmen mit eurer Software zusammen als Unternehmer weitergeben an eure Kunden. Dann würde es auch so aussehen, dass nämlich im Prinzip der Watchdog hier gar nicht mehr optisch erscheint. Der würde hier unten nur als Symbol dann herumliegen, wie ihr den dann hier sehen würdet. Und der würde dann rot sein, wenn er dann zum Beispiel, sag ich mal, irgendwas zu meckern hat. Und würde, wenn er was zu meckern hat, würde er im Prinzip dann auch den Job natürlich hier anzeigen, dass er den Job nicht machen konnte, weil zum Beispiel die Platte voll ist oder was auch immer. Der würde also im Prinzip nach bestimmten Zeit Rahmen würde er dann die entsprechenden SQLs, die Backups machen. Er macht dann auf Wunsch auch noch einen Restore von der Datenbank und so weiter. Ganz wichtig, bei der freien Version seid ihr da so ein bisschen eingeschränkt. Bei der Vollversion oder bei der OEM-Version, die Vollversion kostet 20 Euro. Die OEM-Version ist dann eben ein bisschen von der Unternehmensgröße abhängig, aber damit auch unlimitiert dann weitergebbar. Da könnt ihr dann im Prinzip die ganze Konfiguration vorab schon mal machen, dadurch, dass ihr im Prinzip, sage ich mal, nicht das Ganze zusammenklicken lasst, sondern dass ihr dann im Prinzip in dem Moment, wo ihr das macht, in dem Watchdog-Verzeichnis hier eine entsprechende INI-Datei ablegt und darüber die Jobs im Prinzip schon vordefiniert hinterlegt habt. Das heißt, dann würde nämlich im Prinzip eure Software, wenn eure Software das mit verteilen möchte oder sowas in der Richtung, könnt ihr hier im Prinzip aus eurem Setup heraus hier zum Beispiel dann ein entsprechendes, ja, eine INI-Datei ablegen und die INI-Datei ermöglicht es euch dann, diese Daten oder sowas in der Richtung automatisiert abzusichern. Das heißt, da könnt ihr dann aus eurem Programm heraus unsere Konfiguration machen und ihr könnt, müsst dann diese, unser eigenes Interface müsst ihr nicht aufrufen. Das kann natürlich der Anwender dann trotzdem noch aufrufen. Wenn er das zum Beispiel woanders haben möchte, kann er das natürlich trotzdem aufrufen. Dann kann er den Pfad woanders hinlegen oder was auch immer er da machen möchte. Das kann er hier in der Konfiguration dann festlegen. Er kann dann weitere Jobs anlegen, oder Tagessicherung, Monatssicherung, Wochensicherung und so die üblichen Späße. Das kann er dann natürlich machen. Wir versuchen damit im Prinzip auch ein,
ja, so ein Endanwender-Tool, wenn man das als wirklich mal als aktivierte Version hat, ist da eigentlich relativ wenig dran zu machen. Und das ist eigentlich die Idee dahinter. Dass ihr dann nämlich auch automatisiert zum Beispiel 5 Backups pro Woche, 4 Backups pro Monat und so weiter vorhalten könnt. Das läuft dann hier über die Jobdefinition. Ihr würdet relativ schnell dann auch sehen, wenn ihr das im Prinzip online einfach mal nachschlagt, eBay Expert Watchdog, dann ist das relativ schnell erklärt, was das ganze Programm macht. Und es ist nur für Windows, es ist nur für Localhost-Datenbanken, das heißt, ihr könnt damit keine Remote-Datenbanken starten oder backuppen. Dafür ist das nicht gedacht. Wenn ihr das haben wollt, dafür gibt es weiterhin diesen Kandidaten. Das ist im Prinzip ein wesentlich komplexeres Ding. Damit könnt ihr im Prinzip, sag ich mal, beliebig komplizierte Backup-Restore-Vorgänge von einem Server auf den anderen Server und so weiter machen. Auch das haben wir schon an Kunden als OEM-Version verkauft. Auch das funktioniert voll in der Steuerung über INI-Dateien, über so eine Art INI-Dateien. Aber das ist eigentlich schon eher so, ich sag mal, wirklich schon für Hardcore-Leute, also die wirklich auch dann kein Problem haben, damit mal eben die ganzen Parameter hier von Hand oder sowas zu ergänzen oder so. Das läuft dann über GBug, ruft GBug auf und so weiter. Der Bug ist wirklich einfach so eine Art End-User-Tool. Und wir haben dann noch die Möglichkeit, dann, dass zum Beispiel uns OEM-Kunden können uns dann zum Beispiel eine E-Mail-Adresse hinterlegen oder sowas in der Richtung. Und die würde dann automatisch von dem System, würde die E-Mail-Adresse automatisch angestoßen werden, wenn nämlich zum Beispiel ein Backup schiefgelaufen ist, damit ihr präventiv dem Kunden einfach schon mal sagen könnt, okay, lieber Kunde, dein Backup ist nicht gelaufen. Nicht, dass du mich nächste Woche anrufst und sagst, mein Backup ist nicht gelaufen. Genau. So, ja, Server-Tools zum Beispiel, genau. In den Server-Tools ist dieses Ding nämlich zum Beispiel auch mit drin hier. Genau. Das ist dieser Service Control Manager und das läuft dann als Service auf der Maschine und bei den Server-Tools habt ihr da auch vollen Zugriff drauf. Das kann ich auch schon mal bestätigen. Bitte. das war an Dirk. Dirk hat gerade Danke geschrieben. Das hört man immer gerne. Es ist immer schön, mit freundlichen Menschen zusammenzuarbeiten. Macht übrigens auch immer Spaß dann noch. Mir macht der Job immer noch extrem Spaß. Ich kann mir auch nicht unbedingt was anderes vorstellen, weil so richtig als Arbeit verstehe ich das gar nicht. Und mit Christian haben wir ja Ende Mai, glaube ich, oder sowas, oder Anfang Juni, nee, Anfang Juni sogar, nochmal so einen kleinen Projekttermin. Da, wenn ihr da so ein paar Basisinformationen haben wollt, guckt nochmal das Video von letzte Woche an. Da geht es um so ein bisschen Einlesen, Auslesen, E-Mails und so weiter und so weiter. Das hat nichts mit dem konkreten Projekt zu tun, aber es hat mit den konkreten Ideen zu tun. Und der Frank Lauter zum Beispiel von, den kennen einige auch von ziemlich vielen Konferenzen. Frank ist das wirklich ein absoluter Freak, was der vor 25 Jahren schon programmiert hat. Muss ich sagen, Hut ab. Also der hatte damals schon mal so ein Framework gemacht, nach dem, das hat er mir damals mal gezeigt, so zu Delphi 1-Zeiten. Der hatte im Prinzip ein Turbo Pascal Framework, was mit Delphi 1 auch funktioniert hat. Und er konnte dann aus demselben Quelltext heraus, konnte er im Prinzip DOS- und Windows-Anwendungen herausgenerieren. Und das war schon extrem geschmeidig damals, weil das war natürlich die Übergangszeit, so 1995 rum war die Übergangszeit, dass viele Leute halt DOS-Anwendungen hatten und den ganzen Quelltext wegschmeißen mussten, weil du im Prinzip bei jeder noch so banalen Windows-Anwendung natürlich erstmal wieder komplett neu anfangen musstest. Und Frank Lauter hatte da im Prinzip, sag ich mal, damals schon so eine Art Framework. Und der programmiert auch viel mit diesen Embarcadero, Delphi-Sachen, die zum Beispiel für Mobile Devices geht und also mit dem FireMonkey-Zeugs und sowas in Richtung. Und Frank hatte mich dann auch nochmal auf meinem YouTube-Kanal, hatte er nochmal einen Kommentar abgegeben und da haben wir uns auch noch ein bisschen dreimal hin und her geschrieben. Das war auch ganz witzig. Dass er auf die Idee gekommen ist durch mein Video, dass man ja eigentlich auch sowas wie E-Mails eigentlich mal in eine Datenbank schmeißen könnte. Und ganz viele Leute haben immer so der Meinung nach dem Motto, E-Mails muss immer in einem Server sein. Nein, muss es nicht, keineswegs. Also E-Mails sind manchmal außerhalb von einem E-Mail-Server viel besser aufgehoben. Und wenn ihr dann aus den E-Mails heraus, das ist zum Beispiel das, was wir da bei Christian machen werden, aus den E-Mails heraus zum Beispiel eine Volltextsuche bereitstellen können, die nicht so lahmarschig ist wie in einem E-Mail-Client,
wenn ihr dann im Prinzip die E-Mail-Inhalte mit Attachments in die Datenbank packen könnt, sodass ihr also wirklich auch nicht einfach irgendwo Dokumente rumliegen habt, auf die ihr einfach per Filesystem keine Kontrolle mehr habt. Da gibt es viele Möglichkeiten, was man auch mit solchen Dokumentmanagement und Organisationsprozessen in Unternehmen dann realisieren kann. Und von der Größenordnung her, auch wenn das jetzt zum Beispiel ein Webserver ist, eines der Themen, die wir im Moment zum Beispiel gerade relativ intensiv bei ziemlich vielen Kunden machen, also auch bei diesen großen Kunden, den ich schon mehrfach erwähnt habe, Café Extrablatt, Café Barcelona Gruppe, die mehr als 200 Standorte haben, wo im Moment leider noch nicht so allzu viel passiert, aber das wird wieder kommen. Da ist das zum Beispiel so, nach dem Motto, dass wir mit Datenmengen zu tun haben, nach dem Motto, das ist schon hart an der physikalischen Grenze, was man sich da vorstellen muss, was da so an Datenmengen zusammengesammelt wird. Und das ist, technisch ist es erstmal kein Problem, das mit Firebird zu handeln, wenn ihr es erstens vernünftig programmiert. Also nicht einfach bei jedem noch so banalen Scheißdreck, auf Deutsch gesagt, einfach mal einen Select-Count ohne Where-Bedingungen machen, sondern dann eben einfach wirklich mal überlegt, was sind wirklich sinnvolle Anweisungen. Und dann könnt ihr damit auch auf Datentabellen, die Milliarden Datensätze haben oder sowas, relativ performant arbeiten. Das so als kleiner Hinweis. Und wie schon gesagt, da haben wir, also in dem Projekt haben wir mit weit über 1 Milliarde Datensätze zu tun. Wir haben in der normal größten Datenbank von diesem Projekt haben wir um die 400 Gigabyte. Wir haben regelmäßig zu tun mit anderen Kundendatenbanken, wo wir im Terabyte-Bereich mittlerweile liegen. Und das ist alles handelbar. Ihr müsst nur nicht dann versuchen, und das so als kleiner Tipp, versucht nicht eine große Datenbank mit 1 Terabyte mit Blobs und allen möglichen Müll vollzustopfen. Das ist ein Ansatz, den ihr nach Möglichkeit bei uns nochmal dann erfragen solltet. Wir machen das immer mit so Jahresarchiven dann zum Beispiel. Das ist auch im letzten Video, glaube ich, rübergekommen. Weil wenn ihr zum Beispiel irgendwelche E-Mails oder PDFs von letztes Jahr habt, dann muss das nicht in der aktuellen Produktionsdatenbank drin sein. Die können auch in einer anderen Datenbank drin liegen. Und ihr habt dann nur die eigentlichen Echtdaten. Die habt ihr dann zum Beispiel in der aktuellen Produktionsdatenbank. Und da gibt es eben schöne Techniken in Firebird Execute Statement on External. Werde ich vermutlich auch noch mal ein bisschen ein paar warme Worte zu diskutieren. Also eine der Wünsche, die auch gekommen sind, übrigens, ihr dürft gerne Wünsche äußern, was ihr noch an Interessen habt für diese Sessions übrigens. Eine der Wünsche war generell noch mal so ein bisschen einfach so ein paar Techniken, Start Procedure, Triggerprogrammierung und so Zeugs. Das habe ich auch schon mal wohlwollend zur Kenntnis genommen. Wenn ihr da auch Interesse dran habt, meldet euch einfach für die nächste Woche, ist, glaube ich, das Thema noch gar nicht festgelegt. Wenn es doch schon festgelegt war, ich drehe es auch manchmal einfach nur im Kreis, aber das ist auf jeden Fall eines der Themen, wo wir gerne auch nochmal drüber reden können, weil ich denke mal, da werden viele Leute auch viele Dinge, die gar nicht so existent sind in deren Köpfen, dann auf einmal wieder lernen. Und das ist ja so ein bisschen die Idee hinter der ganzen Geschichte, dass ihr also mit euren Werkzeugen vernünftig klarkommt und ja, dass ihr also nicht irgendwie auf die Idee kommt, irgendwie das Projekt zu wechseln, nur weil ihr irgendwas vielleicht mit Firebird nicht ausreichend schnell umgesetzt bekommt. Ich denke mal, das ist eigentlich eher selten erforderlich. Ja, ich denke mal, ansonsten für heute. Vielen Dank. Ich danke euch allen auch fürs Zuhören und wie schon gesagt, äußert euch einfach per E-Mail. Wie schon gesagt, wenn ihr die Videolinks haben wollt, kriegt ihr sowieso. Wenn ihr die nicht runterladen wollt, in diesem ibexpert.com Stammtisch findet ihr auch immer ein aktuelles Video als MP4-Datei. Ist natürlich auch immer schön, wenn ihr die zum Beispiel auf YouTube einfach die Links weitergebt. Die sind ja dann immer auch relativ schnell verfügbar. Also wenn ich gleich auf den Knopf drücke, dann dauert das meist 2 Stunden, dann habe ich das Video bei mir auf dem Rechner und dann versuche ich das auch hochzuladen und dann meistens ist es morgen früh dann auch auf YouTube dann schon verfügbar. So. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Dankeschön. Tschüss, Holger, bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss.